Hallihallo. Morgen haben wir frei. Also ich glaube die meisten. Weil da können wir schlafen. Weil Vatertag. Nee, gar nicht Es gibt wahr. auch Leute, die können ausschlafen morgen. Ja, warte mal. Christi Himmelfahrt, ne? So hieß es. Ja. Ich bin. Erstmal Hallihallo. Hallo Sona. Hallo Mori. Hallo Schäfchen. Hallo Chat. Hallo Schäfchen, hallo Chat. So, die Maya ist auch schon hier. Was haben wir denn da? Wir haben momentan gar keine Kartoffeln hier. Ja, wir haben welche hier, aber ob das am Ende noch Kartoffeln sind, sehen wir dann. Einen wunderschönen guten Abend, Hallihallo in die Runde. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid alle schön schnuffig. Und wir machen heute Fish and Chips als Burger. Ja, also Fischburger kann man so sagen, oder? Sona kann man so sagen. Ja, wir dürfen gespannt sein. Also Fischburger mit Pommes quasi. Genau. Also heute guckt uns wahrscheinlich kein Vater der Welt zu, weil die jetzt alle saufen gehen und das ist auch gut und richtig Könnt so. ihr nicht morgen erst saufen? Bitte? Könnt ihr nicht morgen erst saufen? Nee, morgen ist ja der Tag, wo du frei hast. Du gehst ja quasi heute saufen. Also ich kannte das immer anders. Also ich bin tatsächlich bin ich auch schon bei so einem Vatertagszug mitgegangen, auch wenn ich weder Mutter noch Vater bin. Dito, ja. Oh, die Aber Maya das sagt war auch dann immer Hallo. an dem Feiertag. Ja, Maya hat auch Hallo gesagt. Ja, Hallo das stimmt, da Maya. hast du schon recht. Ja, weil die meisten Freitag dann frei nehmen. Ne? Hallo Dax, einen Weil wunderschönen guten heute muss Abend. ja noch gearbeitet werden, quasi, verstehst Ja, du? das stimmt eigentlich, ja. Hallo Dax. Das stimmt, hast du recht. So, die Maya hat lecker Fleischwurst heute bekommen und deswegen ist sie so super aufgedreht, weil auf Fleischwurst steht die total. Das ist ein wildes Ding. Ja, ich bin sehr gespannt. Was war heute? Ja, also wir haben Kartoffeln, wir haben Blattsalat, also typisch bürgermäßig. Dann haben wir hier so ein Panko-Mehl, womit wir den Fisch, glaube ich, gleich panieren für den Burger. Queenie. Hallo Queenie, einen schönen guten Abend, grüß dich. Ein bisschen Mayo haben wir da, Paprika, ein bisschen Knoblauch, da machen wir aber zwei Zehen draus, oder so, ne? Na klar. Morgen ist der So, und dann Feiertag. möchtest du mal Queenie Hallo sagen, Maya? Ja, möchtest du, ne? Ja, lecker Schmecker. Du möchtest die ganze Schüssel, das ist das Problem, ne? Du fährst da voll drauf ab. Du Das wirst sie musst auch du gar noch nicht mal kochen machen. Jetzt lassen. habe ich gerade umgeschaltet, weil ich dachte, sie bleibt Achso. doch länger oben, aber Ah, hat sich nicht mehr gelohnt. Maya. Du hast doch noch ein Snacky, ne? Komm mal hoch. Ja, oi, 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 oi. Aber das ist aber hinterher, du. Schmeißt mich ja gleich um. Ne? So, und dann gibt's jetzt lecker Fischburger. Aber den würdest du auch essen, Maya, oder? Fischburger? Wäre das Jo. lecker, Schmecker? So ein Fischburger? Seelachs? Da wär die doch dabei, oder? Ja, zack, zack, zack. Und die Küchenrolle ist schon leer. Genau, die Rolle habe ich nämlich vergessen zu tauschen, wie das so ist. Als erstes fangen wir mal, würde ich sagen, mit dem. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mit dem Backofen an. Und zwar müssen wir den jetzt erhitzen für die Kohlekroketten. Und zwar 220 bei Ober- und Unterhitze. Mori, du hast So. deine Flasche jetzt in die Backofencam. Also da nicht in die. Mensch, da wo man das Backblech sieht, da steht die Flasche im. Oh, Entschuldigung. Genau. Ja. Da habt ihr recht, das sieht ein bisschen komisch aus. Hallo Maya So. Sitter. Hallo Maya Sitter, einen wunderschönen guten Ja, Abend. jetzt muss Maya schon wieder ein Stück Fleischwurst Ah, kriegen. muss Maya wieder Hallo sagen. Das ist aber auch einmal anstrengend, Maya, ne? So, guck Hallo mal hier. Melancholia. Ei, 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 ne, nee, hier. Hallo? Das war in der falschen Hand, Maya, ne, lecker Schmecker. Ja, hallo Melancholia, einen wunderschönen. Doppelt, ja, dann. Noch einen. Einen kriegst du noch. So, ja, Alter, da bist du aber hinterher. So, jetzt geht ja das Gespringen aber auf den Zeiger, ne? Du willst einfach die Schüssel haben und gut. Das glaube ich. So. Ein bisschen die Hände waschen. So, wir haben ein bisschen was zu plappern heute. Und also das Rezept ist relativ basic. Das ist nicht so spannend. Das war auch okay, weil wir heute so mitten in der Woche und wir wollten halt was relativ Einfaches. Aber trotzdem probieren und deswegen gibt es heute Fischburger. Und wir sind sehr gespannt. Ich weiß nicht, hat irgendeiner so eine, hast du schon mal bei McDonald's den McFish probiert? Nee. Nee, Ich ich auch glaube, nicht. nichts liegt mir ferner, als bei McDonald's Fisch zu probieren. Glaube ich gerne. Das ist wahrscheinlich ein bisschen. Ich bin jetzt völlig irritiert. Vielen Dank, Soda, für den Sub. Da muss ich jetzt erstmal überlegen. Danke, danke, Wer danke. ist denn Sona nochmal? Da könnt ihr übrigens hier, wir haben jetzt hier diesen lustigen hier, könnt ihr den hier machen. Und dann immer so ein bisschen rausballern. Ja, Und McDonald's ist halt generell bei uns auch nicht mehr so, ne? Also wir haben, Mori und ich haben mittlerweile immer Bauchschmerzen, nachdem wir bei so McDo waren. grundsätzlich, ja, also die Meyer-Sitter sagt gerade, der Fisch ist lecker. Okay. Dax Nero findet den nicht lecker. Jetzt ist natürlich, ich muss gestehen,
Den habe ich nie probiert. Schmeckt dieser Fisch quasi so wie Fischstäbchen dann, oder wie kann ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich ist das so Also, ein, ja, der ist ja paniert dann wahrscheinlich, ne? glaube auch. So wie wir das heute auch machen. Aber, und ist da Remoulade drauf oder so eine Burgersoße? Ich muss, wir gucken uns den gleich mal an. Dann gucken wir mal. Wir grillen morgen selbst Burger. Sehr gut. Das ist sowieso die allerbeste Idee. Wir haben Adresse übrigens, musst du uns noch schicken, dann sind wir cool. genau. Und dafür gibt es im Austausch ein Rezept für selbstgemachte Big Mac Soße. Ich gehe jeden damit auf den Zeiger, ich weiß. Aber es ist die leckerste Burgersoße auf dieser verdammten Welt. Ja, Rezept gibt es im Discord, glaube ich, irgendwo. Du guckst mich so treu doof an. Ich kann dir nicht jetzt schon die ganze Schüssel geben. Wir müssen ein bisschen warten, weil So sonst habe ich ähnlich gleich schreibt nichts mehr. Maya Sitter mit Remoulade. Okay. Remoulade. Ja, 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 ja. Melancholia möchte gerne Maya messen, die soll schon wieder Leckerchen Ja kriegen. gut. Na gut, Maja, du hast den Chat auf deiner Seite. Da macht man nichts. Da macht man aber Muss gar morgen nichts. noch Da kann man. versuchen, meine Burger-Buns zu Niam, niam, niam. machen. Hab schon Ja. Backup-Fertig-Buns. Achso. Niam, hast schon eine Soße. Ja, hier Bilder, Discord, ne? Wir müssen das sehen. Vor allem niam. Ja. wenn mit selbstgemachten Buns. Genau, und die Soße dann auch, weil dann können wir auch mal eine andere Soße testen. Weil immer nur die Big Mac Soße wäre ja auch irgendwo langweilig. Nee. Ich glaube, hier sind wir relativ langweilig vor Ort. So, schnapp mir mal eine Rolle Schoko-Muffins auch Küchenrolle. noch. Was macht die Frau denn immer für leckere Sachen? Ich wohne in der falschen Wohnung. Oh. Die ist Alles nur am klar. Backen und am Kochen. Du musst auch mal backen. Ich muss mal backen, ja. 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 Irgendwann backen wir mal als Special. Dann wird aber wirklich ein Special. Dann kriege ich nämlich schon Wutanfall schon beim Einkaufen. Das weiß ich jetzt schon. Und morgen geht's, ja, Schokomuffins. Sehr gut, okay. Ja, die sind für den Mädelsabend am Freitag. Ach so. Die Da Konterparty würde ich zum aufpassen. Vatertag. Mori versucht sich immer in Mädelsabende reinzuschleichen. Versucht er bei mir Okay. dann auch immer. Ja, da sagst du mal, ja, oh, wenn ich mir ein Kleidchen anziehe, kann ich da nicht mitkommen? Hä? Was? Aha, What the ja. fuck? Das kann doch gar nicht sein. Das kann aber wirklich nicht Doch, sein. doch, wir sprechen Das über den stimmt gleichen nicht. Mori. So, wir waschen erstmal ein paar Kartoffeln. Das ist immer schön wichtig. Weil die sollen wir nicht schälen. Die sollen wir schön mit der Haut, hätte ich jetzt schon gesagt. Sollen wir die verwerten? Dann machen wir das doch. Ja, so. Und wir haben uns jetzt überlegt, damit wir ein paar Projekte besser planen können, haben wir jetzt schon die ersten angeschrieben und haben schon sehr schön Feedback bekommen. Und haben jetzt auf unserem Discord quasi den Rahmen geschaffen, um das mal ein bisschen besser, also strukturierter zu planen. Da fangen wir dann nach dem Stream so jetzt bald an. Und ja, dann bringen wir da ein bisschen Abwechslung rein, auch mal mit ein paar anderen Köchen und Köchinnen. Und dann schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Eine hätte sogar auch mitgemacht, die sagt aber, sie hat keine Küche. Das ist natürlich Ohne Küche ist natürlich. schwierig. Obwohl, es Genau, könnte die halt kommt nämlich. abenteuerlich sein. Man kann ja so über ein Genau. Lagerfeuer oder so. Stimmt, die kriegt erst im August in ihrer neuen Wohnung eine neue Küche, deswegen. So, ne? Melancholia schreibt, wir gehen morgen alle zusammen ins Kino, Männlein und Weiblein. Freitags gehen die Jungs los, Kleidung für Hochzeit zu holen. Und Braut und Trauzeugin gehen nochmal Kleid anprobieren wegen Umschneidern und danach Deko basteln für die Hochzeit. Das Alles hört sich nach klar. einem vollen Terminplan an, auf jeden Fall. So, ja, allerdings, Hochzeit, ja, na gut. Das, gut, also Hochzeit, also Männer, also das ist aber jetzt kein Junggesellenabschied, was sie machen wahrscheinlich, oder? Und Samstag ist wieder zusammen Grillen angesagt. Nee, ja, okay, also habe ich mir nämlich dabei, also Junggesellenabschiede sind immer ganz wild. Also, naja, gut. Ich glaube, Ja, komm. seitdem ich mit dir so nah zusammen bin, war ich bald noch keinem, oder? Nee, nur ich, glaube ich. Nee, das wüsstest du, ja, das wüsstest du. Okay, nee, dann bin ich ja beruhigt. Auf einer Da bin ich Hochzeit ja ja, aber beruhigt. nicht auf einen Junggesellenabschied. So, dann schneiden wir das Ganze mal wieder in ein paar Spalten, die schönen Kartoffeln. So, der kommt Anfang Juli. Aha, ja, siehst du mal. Ja, so, ne. Da müssen wir auch mal gucken, Alter. Ist mein zweiter Müssen wir mal. Junggesellenabschied in meinem Leben, schreibt mir dann Kuhn, ja. Hä? Und der erste war letztes Jahr. Soll aber So. morgen hier über eine Woche lang nur regnen. Ja, es wird auch sehr kühl, ne? Also irgendwie so 13 Grad maximal die Tage. Aber heute Morgen auch schon irgendwie morgens mit Maya Gassi ziehe ich noch Pulli an. Aber ehrlicherweise ist das schon ein bisschen frisch. Ja, Sommer ist vorbei, seid ihr. Ach, schön wär's. So. Sag mal so, na? Ja. Ja, sag mal.
Ma? Oh. Ich futter überhaupt nichts. Hehehe. Wer sagt denn, dass ich hier was futter? Also wirklich. So. Musste schnell gerade was Ne, mampfen, weil ich so einen Hunger hatte. ja. Aber nicht Mori verraten. Nein, 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 nein. Keine Sorge, wir machen immer so eine Manöverkritik am Ende des Streams, weißt du? Da setzen wir uns zusammen und dann komme ich immer mit dem Feedback-Sandwich. Kennst du das Feedback-Sandwich, Sona? Nee. Das habe ich einmal bei einem Kunden erlebt, wo ich ein Feedback-Sandwich bekommen habe. Da habe ich gedacht, ich springe jetzt über den Schreibtisch und pulli. Na, egal. Feedback-Sandwich bedeutet, er fängt etwas an mit etwas Positivem, was ihm gefallen hat an deiner Arbeit. Dann macht er etwas, was verbesserungswürdig wäre. Und dann kommt wieder ein Kompliment, damit du positiv aus dem Gespräch rausgehst. Achso, ich dachte, dann kommt nochmal irgendwie der Schlag in den Nacken oder so. Ja, das war super lustig, weil das war bei mir damals in der Schweiz, in Zürich. Und Kunden sind keine, also in meinem Fall sind Kunden keine, wie soll ich sagen, Ansprechpartner über meine Arbeit. Also, oh Gott, liebes Schäfchen, Maja, das tut mir leid, da willst du noch mal ein Leckerchen, Ja, Maja, es tut ja. dir leid, genau. Das tut mir sehr leid, Maja, da muss ich jetzt noch mal ran. So, also Personalgeschichten bespreche ich nie mit meinem Kunden, sondern die bespricht mein Arbeitgeber mit mir. Und der hat sich herzlich kaputt gelacht. Ja, niam, oh, da war sogar noch ein zweiter Bayer. Jam, 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 gleich ran. Und der hat sich ehrlich kaputt gelacht, als ja, der Kunde auf einmal meinte, irgendwie mit mir Manöverkritik üben zu müssen. Das war zum Schießen. Und das war auch ein Blödsinn. Ja. Du bist sehr kommunikativ und ansprechbar und immer da und man kann sich auf dich verlassen. Ansonsten, naja, weißt du selber, das und das ist vielleicht jetzt nicht so optimal gelaufen. Da haben wir natürlich alle unsere Probleme gehabt, aber da hatten wir schon eine andere Vorstellung davon, wie das mit dir weitergeht. Aber generell bist du ein sehr wertvolles Mitglied in diesem Team. Ich hab gedacht, ich kipp da vom Stuhl. Ich sag, was Finde erzählt denn der ich für einen ganz übel, Scheiß? diese Entwicklung irgendwie. Ich hatte meinen vorigen Chef, im vorigen Job, bevor ich jetzt umgezogen bin, der hat das dann auch irgendwann angefangen. Der hatte vorher überhaupt keinen Sinn für Ja, so so für. Mittarbeitergespräche oder so. Ja. Und dann fing der plötzlich an und das war halt wirklich, als wenn der irgendwie ein YouTube-Video geguckt hätte, wie man so Ja. Mittarbeitergespräche führt oder so. Ja, Das war ganz echt schlimm. super weird. Also hat er gut gemeint so, ne? War auch alles gut. Der hat auch, tatsächlich ist er dann auf uns auch ein bisschen mehr eingegangen, aber es war halt sehr holprig so, war irgendwie niedlich. Ja. Die Melancholia fragt, Mori, ich finde deine Burgersoße nicht, aber ist die auch so ähnlich wie die? Jetzt kommt ein Rezept, 237 Milliliter Mayo, auf den Milliliter genau, 2 Esslöffel Ketchup, 2 Esslöffel Senf, 1/4 Esslöffel Knoblauchpulver, ein halber Esslöffel Paprika, edelsüß, 4 kleine Ist ähnlich. Cornichons und eine Prise Chili-Pulver. Es hört sich. Ja, diese Ähnlich. Ja, ja, Cornichons ja, und dann ja. halt das Relish, aber das ist sehr ähnlich, ja. Genau. Ich poste die nochmal. Die selbstgemachte Big Mac Soße ist einfach Mayo, Riesenteil Mayo, dann Gurkenrelish. Ich weiß nicht, ob du Gurkenrelish kennst. Das findest du leider auch nicht überall, aber mittlerweile immer öfter irgendwo. Und zwar sieht das, kann ich ja mal ruhig zeigen, ist ja nichts Schlimmes. Sieht dann in etwa so aus. Ich lege das mal hier hin. Halt So, mal und ein dann bisschen höher, dann kann man das auch lesen, glaube genau, dann so Senf, Paprikapulver, Essig, glaube ich, kommt da rein, wenn ich mich nicht irre, so ein bisschen. Und ja, und dann hast du tatsächlich diese originale Big Mac-Soße. Also die ist wirklich sehr original, aber noch frischer. Und Ja, die ist also super. deutlich geiler, die selbstgemachte halt, Richtig. Und logischerweise. ganz wichtig ist, wenn du es schaffst, dass sie durchziehen kann. Auch bei deinem Rezept wette ich drauf, vor allem mit dem Paprika, Gewürzgurke, Chili-Pulver, das wäre bei uns noch eine Idee, dass wir die noch mit reinnehmen, dass du die ein bisschen ziehen lässt. Weil ich glaube, so eine Soße, gerade so mit der Konstellation, lebt vor allen Dingen, wenn die richtig durchgezogen ist. Dann ist sie noch mal geiler. Meiner Meinung nach, ne?
Melancholia, ich muss auch immer drei Supermärkte abklammern, bis ich diesen Scheiß gefunden habe, wenn wir mal wieder Big Mac-Soße Ja, machen wollen. ja. Ich glaube, Ja, wenn du ja. da Gewürzgurken hackst oder was, ist es auch vollkommen. Okay, ich muss mal Ja, kurz ja. googeln, was Gurkenrelish tatsächlich Kann ich dir unterscheidet sagen? Ich hab's ja hier. zwischen. Ja, dann hau mal raus. Also, das ist quasi gemixte Gewürzgurken und so eingelegt quasi. Das ist Zucker, Wasser, Branntweinessig. Also Gurken ist Hauptbestandteil, 65%. Dann Zucker, Wasser, Branntweinessig, Stärke, Zwiebeln, Senf, Paprika, Paprikapulver und so weiter. Also es schmeckt einfach wie süßliche Gewürzgurken püriert. So würde ich das jetzt mal zusammenschreiben. Das kann man aber auch selber machen. Das gibt's auch Rezepte dafür, wie man das selber macht. Da muss ich aber sagen, das habe ich einmal gemacht und das fand ich im Vergleich zum gekauften nicht besser. Ja? Aber es ist ja Geschmackssache. Vielleicht ist das Ja, ja bei dir anders. ob es jetzt kein So. Riesenabbruch, wenn man da selber Gürkchen hackt, Aber oder? das Rezept mit 237 Milliliter Mayo Das feiere ist ich ja hart. interessant, ja. Das ist doch bestimmt so ein so, wie viele Personen und dann berechnet er das so, oder? Kenne es nur nie gefunden, ja. Gurkenwasser, nee, nee. Also Gurkenwasser, das wär viel zu dünn. Wenn ich meine Zutaten mixe, dann ist es ja gleich, ja, im Prinzip ja. Genau. Die sind eigentlich, ja, eben. Ja, genau. Also es müsste eigentlich dem auch hinkommen. Definitiv, hast recht. Was möchten Sie denn, Madame? Ja, wollen Sie irgendwas Bestimmtes? Kann Pärchen, doch, das weißt du ganz genau, frag nicht so wir blöd. sind mit der Lippe so. So. Tja. Da muss ich gleich nochmal gucken. Ich darf den nämlich nicht überfüttern hier. Weil ich muss ja noch. Ach komm. Als ob ich Nein sagen könnte. Kriegst du noch einmal, ja, komm. Guacamole gibt es auch zum Burger drauf. Wird lecker, yummy. Jam. Guacamole ist irgendwie so mit Avocado, dieses Avocado-Creme-Zeugs, ne? Ich habe das, glaube ich, noch nie gegessen, ehrlicherweise. Ich glaube, ich habe das mal bei Subway gegessen. Jetzt rennt Schäfchen mit dem Ton weg. Avocado gematscht, ja, genau. Jetzt rennst du mit dem Ton weg, ist geil. Mit Salz und Pfeffer, Zitronensaft. Ich glaube, Ich das muss finde, ich du hast einfach mal ja. probieren. Ich fand Avocado gar nicht so schlecht und die soll auch sehr gesund sein, habe ich mir sagen lassen. Moin, Plembo! Hallo Plembo, ich find's witzig, dass Dax sogar so eine wütende Ente als Emoji hat. Das ist ja auch süß. Haben wir So, eigentlich mit eine Salz, wütende Pfeffer und Maya? Haben wir Zitrone. auch, ne? Ja, warte, die haben wir ja auch. Warte, die ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die aktiv. Doch, 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 da ist sie Aber doch. Melancholia, das sind doch die guten Fette, oder nicht? Stimmt, das ist die böse Maya. Gibt es? Das habe ich auch mal gehört. Es gibt das gute Fett und das böse Fett. Aber da bin ich wirklich komplett im Ich Halbwissen vermute mal, da unterwegs. Avocado so gehypt ist irgendwie mittlerweile, sind es wahrscheinlich die guten Fette. Eigentlich, ne? So, dann schnappen wir uns mal eine Schüssel für die Kartoffeln, damit wir ein bisschen das rühren können. Da kommen wir her. Nam, 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 nam. Gibt gleich lecker Nüsse, Kohle Avocado, nachher. Olivenöl sind gute Fette, alles andere böse. Okay, ja. Obwohl bei Ölen würde ich jetzt vermuten, da gibt es noch viele andere Öle, die auch gesund sind. Aber ja, Also wahrscheinlich Olivenöl ist ja so. auch pures Fett, aber trotzdem gesund, oder nicht? Ja, das hat sie ja mit dazu geschrieben. Das sind die guten Ach Fette. so, ja. Ah ja, Oli, ja, genau. Deswegen hatte ich das jetzt auch im Kopf, weil du es gerade vorgelesen hattest. Ja, nur Oli, deswegen könnte man ja einfach alles in Olivenöl tränken. Das Problem ist nur, dass Olivenöl ja einen krassen Eigengeschmack hat. Ja, das Passt ja stimmt. nicht zu allem, Das leider. kannst du nicht überall reinpacken. Nee, Bratenfett, ja, leider. Plembo, Bratenfett ist auch gesund. Ja! Bratenfett ist sowieso das Allerbeste. Ich liebe Bratenfett. Für mich gibt es Ah. keine bösen Fette, schreibt Nero. Nee, da bin ich voll dabei. Da bin ich voll dabei. Ich finde auch, irgendwann müssten wir. Übrigens, schreibt mal bitte was in die Erinnerung bei uns in Discord, in Chefintern als Idee. Wir müssen irgendwann mal, müssen wir frittieren. Und dann frittieren wir aber mal die unterschiedlichsten Klamotten. Weißt du, was ich meine? Oh. Das wäre geil. Also alles wirklich hier einfach mal durchfrittieren und gucken, wie das schmeckt. Weil ich glaube, frittiert schmeckt alles besser. Das würde ich feiern. Das finde ich gut. Dieses Wort alles finde ich jetzt schwierig. Ja, wir gucken mal, was man so alles frittieren könnte. Das wird doch ganz witzig. Snickers frittiert ist geil. Ich habe das schon so oft gehört, dass Ja, Leute nam, Snickers nam, frittieren. Wann ist denn der erste Mensch, der das gemacht hat, sagte sich so, boah, das Snickers könnte ich mir jetzt ja noch frittieren, so. das ist eine Frittierte berechtigte Bounty. Frage, aber. So, ein guter Tropfen Öl. So, einmal. Zack und zack.
Dann hat Sona mir hingestellt, hat sie heute eingekauft. Eiskaffee von Bärenmarke. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das muss ich gleich, da muss ich unbedingt Muss mal gucken, probieren. ob du den schütteln musst oder so. Naja, bin ich auch Stream-Idee von gerade. Melancholia. Wir frittieren alles, was Community vorschlägt. Oh Gott! Oh Oh, nein! das finde ich mega. Schreib das bitte auf, Sona. Das Ich finde ich schreib's super. mit auf. Das finde ich voll gut. Das wäre der Hammer. So, Öl, etwas Salz und Pfeffer haben wir Oh, ich auch werde hier. so Ich muss. bereuen. Ich krieg gerade so fertig Fraß-Stream-Vibes. Nee, wieso? Gut frittiert? Pfuh. Weil ich weiß ja nicht, was da so vorgeschlagen Naja, ich habe eigentlich immer nur darauf gewartet, dass Erasco mir ihren Anwalt vorbeischickt nach dem Stream. Aber die haben es wohl, also. Die sitzen bestimmt noch an der Formulierung oder so. Naja, wahrscheinlich. Eigentlich müsste man den das mal auf die Facebook-Page pappen, ne? Nein. Gottes Willen, dann bin ich noch sauer. So. Dann rühren wir ein bisschen. So, das heißt, wir haben hier unsere ganz klassischen. Sag schon, Kartoffelecken, die jetzt gleich wahrscheinlich wieder, wenn ich sie vergesse, schwarz werden. Aber wir hoffen ja mal das Beste. Das wird schon lecker schmecken. Melancholia schreibt ins Discord als Stream-Idee: Wir frittieren alles, was die Community vorschlägt. In Klammern natürlich nur Lebensmittel. Ja, das wäre gut. Also wenn ich da auf einmal einen Toaster reinschmeißen muss, dann wäre wahrscheinlich wild. Dann hätte ich wahrscheinlich ein Thema mit Sona. Das wäre wild. Wenn ich Sona so einen frittierten Toaster vor die Nase stelle oder so. Da müsst ihr nur gucken, wie wir frittieren am besten, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Nee, So. Toaster meint er. Toast ist kein Lebensmittel. Toaster, ja genau. Gut, das haben wir. Dann müssen wir gleich den Fisch drauflegen. Da muss ich mal gleich drauf gucken, wie lange, weil das ist nämlich 15 Minuten. Okay, das heißt, wir müssen gleich mal gucken, dass wir das reinpacken, dann die halbe Stunde, aber das passt schon. Dann können wir jetzt erstmal weitermachen, indem wir erstmal die Kartoffeln hier verteilen. So. Und dann lassen wir Platz für den Fisch, damit wir den Fisch frittieren können. Moin, Frittieren sag Small, ich schon. bekomme ich auch einen Burger, fragt er. Ja, ein Fischburger, auf alle Fälle. Moin, Small. Also, wie gesagt, Fischburger ist neu für mich. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen nervös ist das, weil ich weiß noch nicht. Versteht ihr? Also Es ist noch nicht Fisch so. generell bin ich jetzt aber mittlerweile relativ schmerzfrei geworden, weil das war bis jetzt eigentlich immer ganz lecker, was wir da so hatten. Den Fisch Ja, haben wir bis stimmt. jetzt immer gegessen, oder? Das stimmt. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Irgendwie, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. In einer großen Schüssel. Jetzt brauchen wir also wieder eine große Schüssel. Dann nehmen wir jetzt mal. Ach so, warte mal, das ist für ein Fisch dann, ne? Ja, dann nehmen wir die Metallgeschichte hier. Ich gehe mal einmal mit ein Stück Küchenrolle mal hier drüber. Mensch, Maja, er gibt dir kein Leckerli. Beiß ihm in den Poppes. Ja, Leute, Man sieht nur ihr. so ihre Öhrchen quasi, so ein bisschen was vom Kopf die ganze Zeit, wie sie dich da beobachtet. Ja, hin und wieder mal. Na, dann komm mal. Ja. Nam, nam. Das würde ich euch hier nicht hungern lassen. Aber ihr merkt richtig, bei so normalen Leckerchen, alles okay, aber hier, da steht die total drauf. Ja, Das Fleischwurst ist kriegt's so. halt auch nicht oft und dann ist es auch Richtig. umso gerne genommen, lieber genommen, so. Da laufen zwei Ohren durchs Bild, ja. Meier mästen können wir, ja, das stimmt. Ne? Aber wir achten schon auf deine Linie, ne? Ja. Ja, die hat eine gute Linie soweit. Ja, heute, ich muss es kurz erzählen, ich will ganz schnell auch vorbei. Ich habe heute, bevor Sona von der Arbeit kam, musste ich irgendwas essen, weil ich Unterzuckerung hatte. Und da habe ich mir so ein Stück Fleischwurst, habe ich dann gemacht. Und weil ich ja Maya kenne, habe ich ihr so ein bisschen ein Stück mit abgeschnitten, schon vorher, so auf dem Teller und so. Und dann habe ich ihr den Teller hier unten hingelegt, bin dann oben mit meinem Stück, habe ein bisschen mit Senf gegessen, alles gut. Hab weitergearbeitet und dann steht sie natürlich irgendwann neben mir, ne? Und ich habe noch nicht aufgegessen. Und dann hat sie gesehen, dass ich ja noch was hatte. Und dann diskutiert die immer so süß mit mir. Dann steht die da und dann immer so nach vorne und dann so nach hinten setzt sich hin und macht. Und dann kommt die Pfote immer so. Und so. Und dann, ja, kann ich nicht nein sagen. Ne, aber ja, in Rahmen geht ja alles. Solange das nicht zu viel ist, dann passt das auch. So. Dong, dong. So. Da haben wir die Schüssel für den Fisch. Geht's weiter, dann geht's weiter, dann geht's weiter, dann geht's weiter. So, dann, genau, jetzt kommt nämlich Mayonnaise. So.
Bin mal gespannt, wie du jetzt gleich hier unten abgehst, wenn du auch noch den Fisch riechst. Ich glaube, dann habe ich hier aber ein Thema. Dann koste mit. Dann sagt die Maja, geh mal zur Seite, Herrchen, ich mach das mal selber. So. Wenn Ancunia schreibt, ich sag mal so, Maya kriegt zweimal die Woche, manchmal sogar nur einmal, einen Cheat Day. Das passt schon so für ihre Figur. Jo, das wär's. Melancholia ist Team Maya auf jeden Fall. Aber ich muss mal eben hier einen Schrapp mal hier Am rauslassen. Ende kommt Mori bei Sona auch so an. Nee, ich kaufe das ja alles ein. Wenn, dann ist es umgekehrt. Er fragt Mori ja tatsächlich manchmal, ob er irgendwas Warum auch immer. Ich meine, er wohnt hier, aber gut. Naja, wäre das was für dich, ein Cheat Day? Nee, ne? Ist auch so schon genug. So ist das Viech weg? Nee, ist noch nicht weg. Warte mal, das müssen wir jetzt noch mal gleich hier, sonst piekst sich das noch, ne? Naja, das wollen wir nicht. Weil an dem hast du auch Interesse, ne? Ja. Warten wir mal gleich, bis das weg ist. Fliegt schon weg. So. Mayonnaise und dann kommt die Paprika-Gewürzmischung. Das ist auch immer, die nennen das Hello Paprika-Gewürzmischung. Und ich glaube, eigentlich ist das einfach nur Paprika, Knoblauch, Pfeffer, bla bla bla. Aber gut, wenn es schmeckt, sind wir ja dabei. Ne? Jawohl. So. Zack, 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 zack. Finde leider bei HelloFresh, es ist jetzt Jammern auf allerhöchstem Niveau, ne? Aber wenn ich dann so Pulver benutze und so eine Mayo aus so einer Plastikpackung, das hat für mich dann irgendwie so ein bisschen killt das so dieses frische Ding. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei das andere dann ja nur eine größere Plastikverpackung ist. Nein, aber du hast halt fertige Mayo, fertig Ja, Paprikapulver und naja. so. Ich meine, bei Gewürzen geht das ja auch nicht anders, aber naja. So. Heute Mittag gab's Wodka-Pasta. Heute Abend gibt's Was? Salat mit Hähnchenbrust. Was ist denn Wodka-Pasta, bitte? Bitte Habt ihr, ja. Was ist es Wodka? hört sich irgendwie auf den ersten Dings wie ein Alkoholproblem Oh. Ja. an. Aber wie geht das denn? Das erklär mir mal bitte. Und dann auch noch kein Bild vorhanden. Das gibt's doch wohl nicht. So, dann holen wir jetzt den Fischfilet heraus. Den habe ich hier extra begraben. So schreibt, ohne Pasta wäre es bestimmt lecker. Eine Nudel mit einer Flasche Wodka dazu. Ja, Ideen habt ihr dafür? So, da ist er, der gute Seelachs. So. Zack, 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 zack. Discord, Discord, Discord. Am Ende kommt Mori bei Sona auch so an. Ja, mit Cheat Day. Wodka-Pasta à la Gigi Hadid. Ja. Pasta deiner Wahl, eine große rote Zwiebel, Schalotten, Olivenöl, Tomatenmark, vier Pintchen Wodka, Schlagsahne, pa was? Ach, Pastawasser. Pastawasser, Parmesan, Knoblauchzehen und Butter. Pasta in gesalzenem Wasser kochen, Olivenöl in eine Pfanne geben und die klein gehackten Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch gepresst hinzugeben. Tomatenmark hinzugeben und mit Sahne und Wodka ablöschen, weiter köcheln lassen. Pasta mit in die Pfanne geben, gut durchrühren, etwas Parmesan, Salz, Pfeffer, Pasta, Wasser und Butter hinzugeben und alles gut durchmengen. Hey. Hat man denn da von Wodka irgendeine Note noch drin? Boah, Maja, jetzt gehst du ab, ne? Hab vorhin eh gerade eine Flasche Wodka ins Auto geschmissen für heute. Ja, ich wünsche schon mal viel Spaß, Klemmo. Oh, ins Auto. Was heißt denn hier ins Auto? Ja, Wollen wir das wissen? der Nein, macht nein, doch. nein, nein. Ja, das Auto bleibt da wahrscheinlich irgendwo stehen, würde ich mal behaupten. Ja, mich Das aber auch traue ich mal, ne? Klemmo jetzt nicht zu. Klemmo, du weißt es. Ja. Das Ach, geht nicht. der Plembo, wenn ich das mal erzählen darf, Leute im Chat, der, wie drücke ich das denn aus? Ich will ja keine Sachen leaken, die irgendwie, ne, um Gottes Willen, aber er hat, wie sagt man denn? Die Butter Er habe ich ist weggelassen. Autor einer, also lange Rede, kurzer Sinn, ein absolut intelligentes Kerlchen. Ich glaube, besser zusammenfassen kann ich das nicht. Ohne jetzt irgendwas zu verraten, so. Ne? Ich penne im Auto. Ja, gut, dann ist gut. Dann, ach ja, alles gut. Du wirkst jetzt nicht unbedingt, als würdest du mit so einem Blödsinn auffallen. Also von daher, mach dir da mal keinen Kopf, Lembo. So, zack, zack, Heute zack. ist Und vor Maya allem mitten im verdient hast du Geschehen. es dir eh. Ja, heute, ne, heute bist du voll am Start. Ich weiß gar nicht, woran er liegt, weil jetzt riecht sie auch noch Fisch. Verstehst du das? Jetzt noch, auch noch Fisch. So, was war das? Salz, Pfeffer, ne? Genau. Salz, Pfeffer, würzen. Ja, dann machen wir das mal.
Die Butter habe ich weggelassen, es schmeckt super lecker, hätte es nicht gedacht. Das ist ja echt Also, interessant, Wodka-Nudeln. ich habe jetzt zugehört, also wie gesagt, ich glaube, das verkocht natürlich so grundsätzlich so der Alkohol, das ist schon klar. Aber ich finde generell, dass für mich Alkohol hat kein schönes Aroma. Also Wodka zum Beispiel, das wäre mir zu hart. Also wie kamst du denn auf dieses Rezept? Zwei Kisten Bier, Wodka, Jägermeister und Ruhe. Alles am Start und meine Kollegen nehmen auch was mit. Sehr gut. Genau, das ist so, du kommst so quasi auf die Party wie ich früher, ne? So hast du irgendwie eine Kiste Bier, davon noch ein bisschen, davon noch ein bisschen, davon was und dann kommst du in die Party und sagst, und was ist für euch da irgendwie? Weil, so, man hat ja nur für sich selber, ne? Ein Spaß, ne? Influencerin und ich wollte das mal ausprobieren. Ja, okay, verstehe. Ja, gut, okay, klingt. Ja, also ich glaube, das wäre etwas, das würde ich am Testmittwoch mich nicht trauen, weil ich nicht glaube, dass ich das so nah das mag. Ich glaube, das wäre zu wild. Ich habe da auch so leichte Biersuppen-Vibes. Ich weiß, das kann man nicht vergleichen, aber. Nee, das nicht. Also, was ich mich frage, ist halt, was von Wodka überbleibt an. Also, ich kann zum Beispiel bei Wein kann ich verstehen, wenn der verkocht, hat er wahrscheinlich irgend so ein Aroma, was man mögen könnte. Aber ist es bei Wodka auch so? Ich weiß es nicht. Plembo ist auf jeden Fall ausgerüstet. Zwei Kisten Bier, Wodka, Jägermeister und Der Rum. ist ready. Alles am Start und meine Kollegen nehmen auch was mit. Ist Ja, alles nur für Plembo. Seine Kollegen der rennt bringen hier selber was gleich mit. im Hype rum, Alter. Da kannst du mal für. So. Aber Hab hat auch er ja nur auch zwei verdient. statt vier Pinnchen reingetan. Aber Nudeln mit Ja, Pesto sind okay. aber auch so schweinelecker, ne? Ja, ja, Ich muss mal ja. selber Pesto machen, glaube ich. Sagen wir mal, wir haben ja hier auch mal so eine Pesto hier mit dem Pürierstab und so selber gemacht. Das war ja auch ganz lecker. Das mochtest du gerne haben. Das war gut, das war gut, das war gut. Bin mal gespannt. Freue mich schon im Discord, wenn wir ja dann mit den Projekten so ein bisschen mal anfahren. Ja, dass wir da ein bisschen, ja, das wäre schön. Fand, das hat gereicht. Dann glaube ich, zwei Pinchen Wodka da. Aber du musst ja überlegen, Wodka im Verhältnis ist ja schon eine krasse Menge eigentlich, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ist nicht So, wenig. dann. Ne, genau. So, dann legen wir das hier hin und dann rühren wir, also panieren wir diesen Fisch jetzt hier rein. Fand, das hat gereicht. Warst du beschwipst genug, ja. So. Oh nein, ich habe jetzt was vergessen. Oh, das war blöd. Naja, macht nichts. So, ja, warte mal. Ja, jetzt muss ich ein bisschen mit einer Hand arbeiten, weil ich blöd bin, aber es macht ja nichts. So, und zwar muss ich das auch vorher mal teilen, weil wir machen ja zwei Burger. Hemmo schreibt, Alkomat liegt auch schon bereit. Immer ganz witzig, wenn er am nächsten Tag Bilder findet, wo er 2,1 Promille angezeigt. Oh Ey, Gott. Alkomat, da habe ich eine geile Story zu. Ich war mal bei mir in der Innenstadt Moin, mit Kollegen. PC. So, hallo PC. Was, wer? Doch PC, PC, genau. ja, Hallo hast du schon PC. richtig verstanden. So, ich wollte gerade sagen, weil du warst bei mir so abgehakt, deswegen war ich irritiert. Ich war mal in der Stadt, war ich mal ballern mit Kollegen, haben uns übelst abgeschossen. Ach so, und herzlichen Glückwunsch, du weißt wofür, Pisti. Von mir übrigens auch. Ich weiß natürlich nicht, worum es geht, aber, ne? Doch, doch, habe ich dir gerade gesagt Ja, vorhin. das war auch Ironie. Ach so, ja, sorry. ja, da war ich mit Kollegen übelst mich am Abbechern. Und dann kam so Dorfsheriffs, nenne ich jetzt mal so Ordnungsamt oder irgendwie sowas um die Ecke. Und die hatten so einen Alkotester dabei, damit. Ach Quatsch, das hast du alleine gemacht. Alles gut. Ich habe nur ein bisschen grob gesagt, so, wie ist das jenes so als Tipp, aber das warst du selber. Das ist ein bisschen viel Lob, aber danke. Und dann waren wir völlig besoffen, hackestramm, und dann haben die gesagt, wir dürfen mal pusten, um zu gucken, weißt du, selbst einschätzen, wie besoffen ist man, ne? Und ich, ohne Witz, ich saß da so, also, Alter, ja, was, dann puste ich da rein und puste, 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 puste. Und dann hatte ich irgendwie laut deren Aussage, ich weiß gar nicht mehr, 0, irgendwas Promille. Und dann sagt, ich lieg da völlig besoffen. Und dann sagt der Bulle zu mir ganz trocken, ja, also Sie können noch fahren. Sag, hä? Ja, gut. Sag ich, Alter, ich glaube, dein Gerät ist kaputt. Wenn ich jetzt fahre, habe ich ein Problem. Und dann die Kollegen, dem war das so unangenehm. Und dann sind die hin und her gerannt. Und dann kamen die irgendwann wieder.
Mit dem anderen Gerät. Können Sie noch mal pusten, bitte? Weil wir haben jetzt ein anderes Gerät. Also, und dann war das Ergebnis, ich weiß gar nicht mehr. Aber dann war klar, ich hätte nicht mehr fahren dürfen. War auf jeden Fall sehr wild. Kurze So. Zwischenfrage, ist das gut, dass ich den Fisch bis hier oben hinrieche? Ja, also riechen tue ich jetzt nichts. Ich rieche nicht Fisch. Ich rieche dieses Wasser. Dieses, wie nennt man das denn? Okay. Dieses, nee, das, für mich riecht das völlig okay. Okay, Also sonst würde ich das. den ja auch nicht Ja, Mori servieren. hat die Alles gut. feinere Nase als ich. Also ich bin da eigentlich sehr, meine Nase ist ein Nee, 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 bisschen, nee. wie kann man, Also, grobmotorische Nase so. ja, also ich weiß in etwa, was du meinst, aber so eigentlich alles erstmal entspannt. Erstmal entspannt. So, Vielleicht kommt der Geruch ja auch von der Ruhr. so. Ach stimmt, Lembo und Fabi kennen sich ja auch. So, und dann marinieren wir das jetzt. Ja, aber hoffentlich kommt er von der Ruhr. Ich wette, dieser Fisch kommt auch von der Ruhr. Was glaubst du denn? Das ist ja gleich, ich weiß, hat den einer geangelt aus der Ruhr heraus und hat dann. Boah, So. Melancholia. Sabah, du. Anders Wir wild, gehen nachher mal vor der Tür einmal reden. ne? So, was war das? So, dann bist du mit dabei bei der Manöverkritik. Und dann kannst du, Nee, meine kannst du so noch Manöverkritik sieht anders aus, das kannst du aber glauben. das Feedback-Sandwich. Nein, nein, ach, alles gut. Ja, gerne Muffins So. mitbringen zum Bestechen. So. Dann haben wir das jetzt ein bisschen mariniert und hoffentlich nicht ganz so viel Sauerei irgendwie gemacht. Das müsste aber an hier sitzen. So. Waschi, waschi, wasch. Sehr schön. So. Mussten die Kartoffeln noch gar nicht in den Ofen? Die packen wir jetzt in den Ofen. Die kommen nämlich, die kriegen 15 Minuten Vorsprung. Ah, okay. Ja, und zack. Und dann können wir uns nämlich noch ein bisschen mit Maya beschäftigen. So, weil sonst wäre es hier ein wenig flott gegangen. Ich mute mich mal kurz. So, jetzt haben wir es. So, das passt. Das können wir dann hinlegen. Das legen wir dann gleich drauf. Und dann können wir den anderen Kram schon mal vorbereiten und hier so ein bisschen sauber machen. Und da bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt. So, dann haben wir hier gleich nämlich noch den Salat, den wir vorbereiten. Und ein bisschen Soße, damit das auch irgendwie nach was schmeckt. Und ich trinke mal einen Schluck. So. Sohn hat mir nämlich diesen Eiskaffee von Bärenmarke mal empfohlen. Keine Ahnung, ob der. Also, ja, ist lecker. Nö, mitgebracht, nicht empfohlen. Ich trinke ja keinen Kaffee. Ja, noch. Ich glaube, damit fängst du bald auch an. Das glaube ich, habe ich so irgendwie im Gefühl. Ja. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe heute wieder auch 18 Mal wieder so gesagt. Da muss ich mir auch noch mal ein bisschen abgewöhnen. 18 Mal ist aber auch milde ausgedrückt, ne? Bitte? Entschuldigung. Nix, nix. Ärgerst du mich hier? Ja. So, ich glaube, da möchte nämlich noch jemand Leckerchen haben. Oh. So sieht das aus. Mori, für jedes Mal so ein Shot, dann gewöhnst du es dir schnell ab. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, ich glaube auch. Das Problem ist ein bisschen, dass man konzentriert sich hier auf das, was man macht. Und dann ist man wieder bei euch. Und dann ist man wieder so, dass man denkt, oh, und dann springt man so hin und her. Und dann sagt man halt andauernd so. Und das ist halt so das Problem. Der So, Nero zack. schreibt, so toll findet er Bärenmarke gar nicht. Ja, ich verkoste nochmal gleich in Ruhe. Ich muss auch gestehen, ich sage es ganz ehrlich, ich habe hier dieses Kühlschrankfischaroma, ne? Also es riecht nicht nach Fisch. Also es riecht frisch, nicht falsch verstehen. Aber ihr kennt ja auch alle, wie so eine Fischtheke riecht. Weißt du, so dieses Mehr Meersalzding. Geruch. Genau das, Oh, ich so. weiß auch nicht, naja. Und wenn du das so jetzt einen Kaffee reintrinkst, dann ist die Assoziation wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Behaupte ich jetzt mal, aber who knows. So. Da Im packt das mal. Kaufland Edeka gibt es ein Eiskaffeepulver zum Selbstanrühren. Der ist mega. Da kannst du ein bisschen sortieren. Meine Güte, da kannst du ein bisschen selbst dosieren. So. Ja, ich darf ja den hier nicht zeigen, weil der ja von einem ganz bösen Unternehmen ist. Das Problem ist nur, ich habe bis jetzt noch keinen leckereren gefunden. Das ist echt ein Problem.
Weil den zum selber anrühren ist halt wirklich leider ziemlich geil. Da Nero gibt's schreibt, nichts zu. den von gut und günstig findet er um Längen besser. Echt? Schreib mir den mal bitte auf die Liste, dann probieren wir den mal. Den Aber wenn ich Unternehmen kann man bessere lesen, finde. Kappa. Was? Entschuldigung? Nochmal? Ich habe dich nicht verstanden gerade, wollte Was? ich haben. Du mich auch. Bin gerade im Funkloch. Ja. So, zack, 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 zack. Machen wir ein bisschen sauber. Oh, jetzt macht sie kleinen Schnuff, die Maja. Und am Samstag peilen wir an, dass wir den Maja-Sonderstream machen. Da müssen wir noch gucken, dass wir mahlzeittechnisch so, na, wie machen wir das? Weil eigentlich müssen wir ja dann vorher mit ihr Gassi, weil Maja soll ja, also ihr kennt das, die soll nicht sich vollfressen und dann Gassi gehen. Da Die müssen wir mal kann ja gucken. von jedem dann so ein bisschen was haben, aber Ja, also mal zum probieren. Verkosten halt einfach, aber das komplett wird sie dann erst nach dem Gassi kriegen. Ja, so, ne? Genau, so zum Verkosten so vorher. Stimmt, das wäre eine gute Idee. Das könnte man hinkriegen. Das stimmt. Dann haben wir Knoblauch. Was machen wir denn damit, Feines? Ach so, 5 Minuten aufs Backblech. Ja, sagt er doch. Lol. So, dann schmeißen wir das mal rein. Habe ich nämlich vergessen. Danach, oh, schön, Schüssel pressen. So, die kleine Schüssel können wir uns schon mal hier hinstellen. Zack. Nam, 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 nam. Und das haben wir. Dann kommt nämlich Joghurt da rein. Den Joghurt, den habe ich noch hier drin. So, kann ich jetzt hier schon mal so ein bisschen Eis eigentlich rausholen, weil der Fisch jetzt ja quasi schon in Verwendung ist. Zack, 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 zack. Joghurt. Wo bist du, Joghurt? Joghurt. So, na, ist das Joghurt oder Joghurt? Joghurt. Joghurt, oder? Ja, Joghurt. Joghurt. Naturjoghurt, ist das richtig? 50, ja, das wird da sein. Sehr gut. Da kommt rein. Der kommt nämlich jetzt für die Soße. Ich glaube, da müssen wir gleich mal gucken, ob wir die ein bisschen pimpen. Ich glaube, die wird. War es weg? Oh, jetzt ist Maja wieder wach. Oh, Maja, habe ich dich geweckt? Komm, dann kriegst du eine kleine Entschuldigung. Kleine Entschuldigung, komm mal her. Na, komm. Weil ich dich jetzt so unsanft geweckt habe. Kommst du? Ja. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Lecker Schmecker, ne? Jetzt noch einen zweiten. Ja, da sind wir dabei, ne? Ja. Bumpf. Ich weiß nicht, dass du da so krass drauf abfährst, Maja. Was Im ist da Backofen los? sind Kartoffeln. Genau. Genau. Und zwar die Kohlestücke, die wir gerade probieren oder produzieren. Was denn sonst? So. Schnipp, 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 schnipp. Dauerwerbesendung. Ja, das stimmt. Das wäre. Wir sind hier, was das angeht, ein wenig dahinlastig, aber die Ideen sind halt relativ gut für uns zu probieren. Allerdings fängt es ja auch bald an, dass sich das wiederholt. Das hat man jetzt schon bei den Meisterstücken. So ein bisschen hat sich das angebahnt. Und nun da müssen wir jetzt mal ein bisschen kreativer werden. Aber auch ein Vorteil ist aber auch, dass wir, dass ich jetzt, ich sag mal, so kochmäßig mir das zutraue, dass ich dann auch mal selber jetzt unbedingt davon losgelöst was koche und mir überlege. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Da gucken wir mal. Ne? So, da Joghurt ist drin. Ein bisschen Salz, Pfeffer kommt da schon mal rein. Den habe ich hier. Ist halt echt ein bisschen. Ja. Ist halt ein Knoblauchdip, ne? Ist halt wirklich. Gut für den Ich weiß Atem. nicht. Ja, aber ist jetzt auch nicht so viel. So. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt quasi die Soße für die zwei Burger. Auf der anderen Seite zu Fisch passt das ja ganz gut. Ich glaube mir, die Big Mac Soße zu Fisch wäre, glaube ich, nicht so geil. Glaube ich. Ja, nee, wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Gute Frage, ne? So, aber von daher, Kaufland Edeka gibt es ja, so genau, das hatten wir, den gut und günstig finde ich um Längen besser.
Hatten wir den mal schon mal? Ich weiß nicht. Hatten wir den schon mal gekauft, so? Na, ich glaube nicht. Da müssen wir Hm. mal echt ausprobieren, Nee, ne? gut und günstig war das nicht. Ich hatte, also Pulver hatte ich irgendwie mal den von Krüger geholt, als die den anderen nicht hatten. Ja, Den Krüger, fandest du stimmt. jetzt aber auch okay. Den hast du auch alle gemacht. Ja, der schmeckte anders, aber der war okay. Aber ja, mein Herz gehört leider dieser doofen Dose, die leider von dem ganz bösen Hersteller kommt. Das ist halt wirklich wild. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Achso, wir können ja auch schon mal den Salat vorbereiten. Das können wir auch schon mal tun. Den waschen wir dann nämlich. Nein, ein bisschen zurecht. Hallo. Schnipp, schnipp. Hat eigentlich so ein Salatkopf irgendwelche Nährwerte? Nö, ne? Das ist doch eigentlich einfach nur. Ich habe mal irgendwann gehört, da kann man genauso gut ein Blatt Papier essen, weil das einfach nur Zellulose ist, die keine Sau interessiert, körpermäßig. Aber auf der anderen Seite braucht man den ja für den Quatsch. Ich gucke, ich gucke. Also ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass der jetzt so wahnsinnig gehaltvoll ist. Nee, Der wie oder? Eisbergsalat, so, der ist meistens halt Wasser. Romaner Salat. Karotin, Vitamin C, Folsäure, Kalium, Eisen. Ach, okay, Aber cool. alles, glaube ich, relativ gering, so wie das aussieht. Ja, gut, das. Also, ne, ist halt. Aber es Er ist für schadet nicht, den aber Crunch ist das ja. immer gut. Genau, da kann man, Männer haben halt immer eine Ausrede, dass sie gesund essen dann, weißt du? Naja. So, dann holen wir eben die Knoblauchzehe raus. Alexa, stopp. Wo haben wir denn hier meine. Alexa, stopp. Die hört den Moment wieder so schlecht. Kennst du das? Die hört schon Oh. immer schlecht, deswegen wollte ich die auch Weiß, was heißt? rausschmeißen. Ja, Aber du Mori nimmt magst sie ja immer in eigentlich. Schutz. So. Zack. Dann lassen wir den ein bisschen abkühlen. Dann messern wir das mal hier durch. Was nehmen wir denn da mal? Sprung schneiden wir mal ab. So, das sieht auch gut aus. Zack, 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 zack. So, dann bereiten wir mal einen Teller vor. Irgendwie fehlt mir da Tomate. Dir auch? Hat Tomaten haben wir man aber zu einem. da. Ja, haben wir da. Isst man zu einem Fischburger Tomate? Weiß das einer? Oder ist das pervers und macht man nicht? Wusste nicht, warum nicht jetzt gerade so Ich auf habe Anhieb. halt original. Ich sag wirklich, ich habe noch nie einen Fischburger gegessen. Ich weiß es halt nicht. Ich kann ja mal einfach eine Tomate vorbereiten. Du magst gar keine Tomaten, ne? So, jetzt als Offenburger, oder? Auf dem Burger so zwei Scheiben oder so geht schon klar. Ja gut, dann bereite ich mal eine Tomate vor, ja? Und dann kannst du mal gucken. Kannst du mal gucken, ob ihn das mundet. Und ich Jawohl. gucke auch. Dann Eigentlich schauen nicht, wir aber kann man trotzdem essen dazu, schreibt Nero. mal. Ist wahrscheinlich irgendwie so Ja. Geschmackssache. So manchmal esse ich auf dem Burger auch gar keine, also auch auf normale Burger keine Ich Tomate. lege, glaube ich, einfach mal so eine Tomate daneben. Ja, Weißt oder so, genau. du? Und, hier, die neuen, die du gekauft hast. Sind diese Rispentomaten, oder was? Ja, diese längliche Packung da. Also, wo, hier sind zwei Päckchen jetzt, glaube ich, da sogar. Ich wollte gerade sagen, ne? Warte Ja. mal, die ist ja ganz neu. Du hast nur länglichere. Ja, die ist Wo schon hast du die denn? angefangen, ja. Ist die denn? Wo ist die denn? Ah, unser Kühlschrank ist doch voll. Wo ist sie denn? Ja, der Mori hat den Kühlschrank eingeräumt, Leute. Ihr habt Hm? keine Vorstellung. Ja, ich auch nicht. Ist das eine Gurke oder eine Dann Birne? Ich nimm weiß die es nicht. anderen ruhig, das ist ja nicht schlimm. Die anderen sind ja auch von gestern erst. Ja, Ich gut, wollte nur okay. Dann machen Tomatensalat machen, deswegen brauchen wir viele Tomaten. wir. Oh, lecker Tomatensalat. So, dann macht den allerleckersten Tomatensalat. Das stimmt überhaupt nicht. Noch. Ne. Ja. Zack. Dann legen wir wieder hin. Dann sieht das auch einfach nicht so traurig auf dem Teller aus. Legen wir die daneben, weißt du, kann man da mitessen oder nicht? Kann man sich ja dann spontan überlegen. So. Nero schreibt, er will auch Tomatensalat. Oh, ich sag dir, also wie machst du deinen Tomatensalat? Also ich mach den immer Salz, Pfeffer, Essig, Zwiebel und eine Prise Zucker. Mehr nicht. Hallo Ja. Hallo Re! Re. Alexa, Hallo Timer auf Re. 3 Minuten. Da hat er mich. Da hat er mich, da hat er mich, da hat er mich. Denn das Wort sage ich nämlich sehr häufig, das stimmt.
Und ja, wie gesagt, Salz, Pfeffer, Essig und eine Prise Zucker. Ja, und Zwiebel. Und dann war es das schon. Und das ist mega, giga, super lecker. Kann ich jedem nur empfehlen. Zack, 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 zack. So, und dann hoffe ich auch, einem Reh geht's gut. Und bei Reh ist alles schnuffig. Und ich verliere langsam diese Schürze. Hier müssen wir mal gucken. Der Mori fängt an, sich zu entblößen. Ja. Aber wirklich, der. Aber Balsamico esse ich dann. Ja, kommt auf die Stimmung an. Also das Problem ist, Balsamico esse ich oft leckerer, das stimmt. Aber mein Vater hatte ein Geheimrezept, was er überall reingemacht hat. Überall, überall. Wir kennen alle das ganz sympathische Fläschchen. Und da war mein Vater immer hart hinterher. Und deswegen habe ich das so bei mir im Kopf. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nie einen Tomatensalat machen wie mein Vater, weil mein Vater so emotional gesehen hat den natürlich immer geiler gemacht, ne? Ist klar. Ne, da kommt man ja nicht ran, logischerweise. So. Zack, 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 zack. Jetzt mal ein bisschen abmachen hier. So. Reh schreibt, mir geht es Ah, soweit gut und wie geht es euch? ich hab das böse Wort gesagt. Mir Ja, geht's gut. 5 € in Und Sonas Kasse. ja, wir brauchen. Ja, das ist es. Wir müssen uns da was einfallen lassen. Habt ihr eine Idee? Wenn ich das nicht halte, dann muss ich irgendwas machen. Bitte keine Liegestützen. Aber irgendwie Okay, sowas in der Liegestütze. Ecke. Das, weißt du, was ich Nee, lieber meine? Kniebeugen. Die Liegestütze würden wir nicht so gut sehen. Nee, Kniebeugen. Ich bin alt. Guck Ach. mal, ich hab schon eine 3 vorne. Weißt du, im Prinzip bin ich schon. Muss ich jedes Jahr hoffen, dass ich TÜV kriege. So, hab ich schon wieder. Ich da Das wieder ist die schon Plakette auf den Arsch. blöde Wort gesagt. Aber schön, dass es dir gut geht, Reh. Ja. Ja, uns geht's auch Am gut. liebsten. Also ich bin Am noch ein liebsten. bisschen K.O., aber ja, morgen können wir ein bisschen Ja. Urlaub machen. Schnuffen. Schnuffen. Klimmzüge. Klimmzüge. Wo dran? Ja. Hast du mal das Fass gesehen, das ich hier mit mir trage? Das fasst doch schon nicht die Treppe hoch. Jetzt muss ich dann hochheben? Ui, ja, weiß ich ja nicht. Was denn? Ah, der Fisch kommt rein. Was denn, sagt Alexa, er zu stopp. Alexa? Was denn? Was willst du denn? Ja, wollen wir mal fragen. Am liebsten würde ich Rea ja was verraten, was wir vorbereiten, aber das mache ich nicht. Wird ja Alexa, eine stopp. kleine Überraschung. Das wird ja eine kleine Überraschung. Wir essen auch mal Aber nebenbei dann guten Hunger, euch beiden. ja, guten Appetit. So. Da bin ich mir sehr gespannt, wie das so ankommt. Und ich bin davon überzeugt, dass es gut ankommt. So, also rein damit. Dann darf jetzt der liebe Fisch ja, sich energietechnisch verwirklichen. Und dann hoffentlich gut lecker garen. So, aber das wäre mal. Ich brauche ja irgendwie so eine leichte Bestrafung. Also irgendwas, was witzig ist. So, das Problem ist, wenn wir. Entschuldigung, ich muss mal im Mikro einstellen, warte mal. So, Entschuldigung. Wenn wir sowas wie Meierfutter machen würden, das wäre ein bisschen doof, weil dann stopfe ich die nur noch voll. Das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Soll ja was Besonderes sein. Aber irgendwie sowas in der Richtung, das wär auf jeden Fall schon cool. So, wie schmeckt dieser Dip? Ja, also Joghurt mit Knoblauch vollgehämmert. Das ist natürlich absolut, wie soll man sagen, ultimativ neu, aber naja, macht ja nichts. So, die Krümel kommen ja schon mal raus. So, damit wir das gleich in die Spülmaschine stecken können. Irgendwie sieht's Wetter nicht Ah! so gut. Wisst ihr, wäre das gerade so düster hier? Ja, draußen hier, das ist mir auch schon aufgefallen, wird es richtig düster. Das könnte interessant werden, vor allem, wenn wir dann gleich Gassi gehen, aber so Ist einen aber haben wir noch ein keine bisschen Warnung Zeit, oder vielleicht so. haben wir Glück. Also im schlimmsten Nö. Fall nur ein bisschen Regen. Nö. Diese Warnungen ist bei uns irgendwie ein fettes Problem. Wir kriegen im Moment, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe 3 von diesen Apps drauf. Die Deutsche Wetterdienst-App, Katwarn und Nina. Und irgendwie habe ich schon gehört, eine von beiden kann man sich sparen, weil
Die nehmen sich gegenseitig die Meldungen. Also eigentlich braucht man davon nur eine. Und wenn jetzt eine Unwetterwarnung ist, dann brummt dreimal mein Handy. Und weil die das andauernd aktualisieren, habe ich das ja, dass mein Handy da liegt und das 15 Mal am Vibrieren ist und am Moppern ist. Und dann regnet es ein bisschen. Ich meine, Wetter, klar, ist ja nicht schlimm. Muss ja nicht so perfekt sein. Besser so unnötig gewarnt als gar nicht gewarnt. Ich habe nur das Problem, dass mittlerweile, wenn da so eine Geschichte reinkommt, ich reagiere da gar nicht mehr so alarmmäßig drauf. Weißt du, Okay, ich also gucke dann die irgendwie. letzten Tage war es halt echt heftig irgendwie. Also Ja. teilweise berechtigt die Meldung, teilweise aber auch ja ein bisschen Regen so. Aber es weiß ja auch, also auch ein Wetterdienst kann natürlich nicht punktgenau das Wetter voraussagen. Aber den einen Tag hat es ja halt Richtig. richtig übel gescheppert. Richtig. Oh, die Maya kommt mich besuchen. Na komm, dann kriegst du nochmal ein Leckerchen, Maya. Wo Konntet haben die ihr denn denn die heute Möhre? mit Karte bezahlen, Leute? Ich stand vorhin im Aldi, schon alles aufs Band gepackt. Und dann hieß es von meiner, von der, die vor mir war, irgendwie, die haben irgendwie über Barzahlung gesprochen oder so. Und die Kassiererin stimmte irgendwie zu. Ich sag, wie, nur Barzahlung? Ja, irgendwie EC-Geräte gehen nicht, irgendwie bei Edeka und so, irgendwie überall nicht, war auch schon Radio und so, habe ich nicht mitgekriegt, sag ich, weil ich da gerade von der Arbeit kam. Hatten die vorhin an der Tür handschriftlich Zettel hingeklebt, dass heute keine EC-Zahlung geht, aber die Sona ist da natürlich vollkommen brain AFK reingerannt und Klar. dachte sich, ich habe eine Karte dabei, weil die ja momentan, ehrlicherweise, so seit Corona hat man ja eh nicht mehr so viel Bargeld dabei. Oder gar nichts teilweise. Wäre ich auch Ja, und ohne da musste Witz, ich das meinen hätte ich auch nicht Einkauf da gelöst. lassen und schnell losflitzen und Geld holen. Ja, wie das so ist, aber ich Ich will, glaube, das ich wäre will, jedem also jetzt kriegen passiert. die Geldautomaten wahrscheinlich irgendwie ein Problem, ne? Wenn alle losrennen irgendwie und Bargeld plötzlich alle auf einmal holen. Ja, und zwar da ist das nächste Thema. Mittlerweile kostet das irgendwie 5 Euro, wenn du Geld abholst. Ja, vier Also, vier Euro boah. fünfundneunzig habe ich vorhin bezahlt. Finde ich auch wild. Das finde ich auch wild. Das ist richtig Ist halt übel. schon krass viel, also. Was haben wir denn da? Brioche Natur. Ja, gut. Weizen-Kleingebäck. Aha. Ja, da bin ich mal gespannt. Und dann schnippeln wir das mal auf. Lululululululululu. Da. La 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 la. Tschak, tschak. So. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir noch einen Timer gestellt, dass die Brötchen reinkommen, damit die pünktlich drin sind. Und dann schnappen wir uns auch schon so langsam. Also in 10 Minuten gibt's Essen, grob gesagt. Ja. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich hoffe, ich beiß da nicht einmal rein und sage, ach, Fisch. Ja. Er hatte dasselbe Problem. Der kleinste Schein, den ich dabei hatte, war 100 Euro. Hat Ein zwar ein 99 99 Cent Cent Produkt. Produkt. Ja gut, ja. Ja, Geld ohne Witz, also Bargeld. Ich hatte neulich, da hatte ich eine anders bescheuerte Situation. Da habe ich so auf mein Konto geguckt und irgendwie hin und her. Es sei irgendwie fehlen mir da 100 Euro. Keine Ahnung. Irgendwie hatte ich den Eindruck, mir fehlen 100 Euro. Und wo sind die hin? Und dann ist mir das eingefallen. Ich habe 100 Euro abgehoben. Weil irgendwie Autowaschstraße, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie sowas. Und ich war gar nicht mehr, also die 100 Euro waren ja gar nicht weg, die waren ja nur in meinem Portemonnaie. Aber es fühlte sich so an, als wären die weg. Weil ich habe kein Bargeld mehr irgendwie, was ich großartig benutze. Es geht mir nur auf den Zeiger eigentlich mittlerweile. Denn, also Burger ist soweit klar, dann haben wir jetzt ein bisschen Salat, ein bisschen Tomate, wer mag, Joghurt-Dip ist auch okay. Probier mal einmal nochmal einen Schluck, Entschuldigung, ich stell mich mal was stumm. Ja, der geht klar. Den kann man trinken. Der hat aber nicht ganz so viel Bums, wie wenn ich den mit dem Pulver selber mache. Aber das ist natürlich so eine Geschmackssache. Sona, was ist das hier eigentlich? Was denn?
Leinsamenbrot, Pumpernickel, Vollkornbrot, Die hatten Fitnessbrot, da, was ist das? ich probiere doch immer mein Brot. Und jetzt hatten die Zufall, hatten da so ein Sammelpäckchen irgendwie, wo du probieren kannst. Brauchst du dir nicht so ein ganzes Päckchen kaufen und der wegschmeißen, wenn du es nicht magst oder so. Aha. Gut. Ja, guten Appetit. Dann haben wir ja noch die Kartoffelecken. Nimmst du da zu den Kartoffelecken gleich noch Mayo oder Ketchup oder beides? Mayo. Mayo, ne? Das stellen wir mal gleich zusammen. Dann baue ich hier schon mal auf. Dam, 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 dam. Burger, 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 Burger. Leckere, köstliche Burger. Denn Burger sind das Leckerste. Hoffe ich mal. Fischburger. Ich muss jetzt mal, ich muss ja mal ganz kurz, wenn ich darf, Leute, den McFish googeln, weil mich mal interessiert, was das für ein Ding ist. Das sieht nämlich tatsächlich aus wie so ein Fischstäbchen-Ding. Das sieht so traurig aus, Alter. Was ist das denn für ein trauriges, was ist das denn für ein trauriges Ding? Knusprig paniertes Seelachsfilet mit Ketchup. Ich Ach, warte bekomme mal. teilweise für meinen Nebenjob nur Bargeld. Teilweise ist es gut, aber meistens sind es unpassende Scheine. Ja, das ist natürlich mit einem 100-Euro-Schein, das ist immer so mies, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, zum Bäcker gehst oder so damit Ja. bezahlst. Du Ja, wirst natürlich das. immer gleich schief angeguckt. Das stimmt. Es Das gibt bei stimmt. McDonald's übrigens, das hat meine Arbeitskollegin vorhin erzählt, bunte Pommes im Moment. Wobei, wo ich jetzt wieder nach McDonald's hin könnte, wäre, Es weil gibt die wieder die Gläser. Gläser wieder haben. Das Ja, sehe ich ja jetzt genau. erst. Ja. Ich guck gerade mal. Also, die Ja, und Zutatenliste von hier. diesen Fischdingen ist ein regulärer Bun, ein Fischpatty und Ketchup. Also, ist das Was mehr ist traurig. da nicht Also, drauf? nein, das ist das total traurige Ding hier. Ach du Scheiße. Oder gibt's da noch Okay. einen anderen McFish? Nee, nicht. Jetzt neu. Was haben die denn hier sonst so? Hähnchenbrustfilet. Ja, das Rainbow sieht aber ganz. Sticks heißen die bunten Pommes. Ja, okay. Beyond Meat, das können wir auch mal probieren, finde ich, im Stream. Ja, wir brauchen die Gläser, Herr Mori. Da müssen Wir Sie können ja jetzt. mal, wir können ja nächsten Mittwoch kaufen wir mal zwei Mac-Menüs. Nächsten Und dann Mittwoch, probieren dann. wir Ich mal weiß diesen. nicht, wie lange geht dieses Dings immer? Keine Ahnung, eine Woche mit Sicherheit. Und dann kaufen wir mal diesen Plant-Based Beyond Meat. Da muss Sohn euch beschäftigen, wo ich eben nach Meckes war. Bester Kochstream ever. Oh, ab dem 1.6. wird es noch bunter. Ein limitiertes Regenbogenglas. Schnucki, das brauche ich. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir definitiv hin. Aber ansonsten ist ja hier nichts. Also, was ich immer mag bei McDonald's, ist tatsächlich dieser 1955er Burger. Den lasse ich mir, der ist Der gut. ist tatsächlich, den hattest du mir damals, da bin ich durch dich quasi erst rangekommen, irgendwie, dass ich den mal probiere. Ja, Der ist wirklich lecker, und das stimmt. ja. Das stimmt. Grillhaus Royal. Das ist alles so eine Pappe hier. Und diese Und. Signature-Burger, die waren eigentlich auch ganz lecker. Das stimmt, die waren auch nicht schlecht, aber die hat irgendwie nicht jedes McDonald's, ne? Das ist irgendwie so eine Nee. eigene Geschichte. Die hatten vor allem irgendwann nur noch zwei Varianten davon. Die waren beide irgendwie mit Avocado gedönt, so da hatte ich dann auch keinen Bock drauf. Nee, glaube ich. Und dann die Schwimms von McDonald's, die mag ich auch gerne. Ich weiß, die darf man wahrscheinlich gar nicht essen mit ruhigem Gewissen, aber naja. Kugelt mal wieder rein. Hallo, liebe Stäbchen. Hat es Habt ihr jetzt gemundet, schon ja? fertig gegessen? Ehrlich? Na. Was hat er denn da reingeschlungen, hör mal. Wir haben uns gerade angeguckt, liebe Schäfin. Wir haben uns die Konkurrenz angeguckt. Und zwar den McFish von McDonald's, ja. Und wir waren überrascht, was das für ein. Wo ist denn das Ding jetzt? Was das für ein trauriger Bruder ist. Also ganz. Guck mal, sieht man das ein bisschen? Also, also ich habe noch nie sowas. Ein Fischstäbchen in groß mit Ketchup in Pappbrötchen drin. Also, ich bin sehr gespannt, ob das uns besser gelingt. Also, das wird mir nicht schmecken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fisch, der da jetzt paniert ist, den man da isst, dass der so saftig lecker gewürzt ist, dass man da irgendwie sagt, boah, ja, das ist es. Weißt du, was Also ich meine? Meyers hat ja gesagt, er schmeckt, man weiß es nicht. Ja, okay. Ja, also irgendwas muss ja da dran sein, ne? Vor allem dadurch, dass der ja immer noch im Programm drin ist. Also bei McDonald's scheint er ja auch Abnehmer zu finden. Den 1955er zum Beispiel, mein Lieblingsburger mit einer sehr geilen Soße.
Den gibt es nur alle Jubeljahre mal. Und das ist sehr Hm. gemein. Stimmt, den gibt's echt selten, ne? Hab auch ein Bild in Discord gestellt. Wir gucken, was wir denn da Feines haben. Bilder eurer Gerichte. Ah, okay, das ist klein, aber fein. Das sieht gut Ja, aus. die kommen wir nur an. Das sieht echt gut aus. So. Was war das? Lecker, Was willst lecker. du von mir? Warte mal. Sie bummelt hier, ich weiß nicht warum. So. Sollen die Brötchen jetzt rein? Eins, zwei. Alexa, stopp. Drei, vier. Und dann wird nämlich gleich angerichtet. Dann geht's nämlich ab. So, da bin ich sehr gespannt. Nam, 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 nam. Irgendwie habe ich jetzt noch Hunger. Also ich habe schon Hunger generell. Aber ich würde, wenn ich im Restaurant mir eine Karte angucke und da gäbe es einen Fischburger, dann würde ich mir den nicht holen. Also ich bin nie morgens aufgestanden und habe mir gedacht, Fischburger wäre jetzt geil. Aber jetzt, wo wir den gemacht haben, habe ich irgendwie Bock drauf. Muss ich gestehen. Stelle ich den schon mal zur Seite. Und dann kann ich ja hier schon mal ein bisschen aufräumen. So. Und dann wird das lecker schmecken. Ich hoffe, das schmeckt Ihnen dann auch so. Na, was ist der Plan B, wenn er nicht schmeckt? Wir können ja mal gucken. Stück Fleischwurst Mal. essen, keine Ahnung. Fleischwurst oder hier Nein, ach, Milchreis oder. wir haben schon Zeug da, daran Du wird hast es ja nicht scheitern. Milchreis gekauft von Mondamin. Das habe Lecker. ich schon vor 2 Wochen gekauft, das habe ich dir auch erzählt, aber irgendwie hast du ihn ignoriert. Ja, aber. Lass ihn mal machen, bitte. Ich mache den Er ist gerne. lecker, Schmecker. Hier, lecker. Vanillegeschmack in 10 Minuten fertig. Das halte ich für eine Lüge, aber. Lass es 20 sein, wäre trotzdem lecker. Finde ich gut. Na gut, mal schauen. Carbonara, ja, Carbonara. Carbonara ist sowieso lecker. Was haben wir denn da? Döner. Pixel-Döner. Auch gut. Auch gut, auch gut, auch gut. So, die TwitchCon 2022. Dax Nero ist dabei und das liebe Schäfchen auch. Wir sind leider nicht dabei. Sonst ist das ein bisschen zu wild und klappt leider nicht terminlich. Aber ich bin mal gespannt. Ihr müsst mal berichten, wie es da war. Ob das cool war. Da bin ich sehr gespannt. Weil nächstes Jahr kommt das liebe Schäfchen, ja, und der Dax und du, Sona und ich, kommen dann ja quasi als Partner, weißt du? Als Twitch-Partner. Alexa, hä? Jetzt war ich zu schnell. Werde aber immer besser. Ja, du wirst immer besser. Feedback kann Ja, ich nicht. ich will kein Feedback geben, ich will wissen, warum du bimmelst. Ja? Alexa, stopp. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Dann holen wir das Ganze mal raus. Machen wir erstmal den Herd aus. Zack, zack. Und dann könnte es jetzt lecker schmecker werden. Niam, 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 niam. So sieht das Ganze aus. Wow. Aber sehr Nicht heiß. verbrennen. Ja. War jetzt ein bisschen diese Handschuhe hier. Wir haben zwei Handschuhe und die hier, die sind nicht so geil. Die isolieren nicht so gut. Weißt du, was ich meine? Welche? Etwa Diese meine mit den dunklen. Hier, Eulen drauf? die sind super. Die können. Na, ist ja gut. Ja, ach, die sowieso. Das sind die allerbesten. Wir haben Burgerbun. Schön fluffig. Ich Mit glaube, die hätte ich anders musikalischer drauflegen Unterlegung. sollen. Ja, die hätte ich anders drauflegen sollen, fällt mir gerade auf, aber ist egal. Haben sie immerhin ein bisschen Temperatur und ja, duftet schon mal gut. Duftet gut. Ja, es kommt auch langsam hier Dann. oben an. Jetzt bin ich irritiert. Geschnittenen Salat auf Tellern anrichten und mit Buttermilch Zitronendressing marinieren. Ach so. Da war was. Ja gut, das kriegen wir ja hin. Das haben wir ja hier. Da kommt da noch ein bisschen. Also hat er schon Rezepte und liest sie nicht richtig, weißt du? Ehrlich. So. Buttermilch, Zitronendressing, lecker für Sie, Sona? Ja. Hört sich auf jeden Fall lecker an. Das riecht doch. Ja, riecht doch lecker. So, das gehen wir einfach mal hier ein bisschen drüber. Über den Salat.
Dann tauchen wir die Blätter da gleich ein bisschen ein und dann haben wir das. So. Müll schon komplett voll. So, das sieht gut aus. Jetzt habe ich aber auch Hunger. Oh Denn ja. wir. Das ist nämlich tatsächlich der Dip, das ist nicht die Soße. So, ne? Der eigentliche Dip für die Burger ist dieses Dressing hier. So, das heißt, wir streichen da Ach jetzt so, einfach ein bisschen von ja. drauf. Aber, naja, ich weiß ja nicht. So. Da, 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 da. Also, es ist auf alle Fälle einfallsreicher als Ketchup. Das muss ich denen jetzt mal irgendwie sagen, aber so richtig kicken. Naja, wer weiß. Wir gucken mal, vielleicht gibt es ja gleich eine Überraschung. Ich hoffe doch. Da muss auch noch ein bisschen drauf. So. Jetzt holen wir das hier wieder runter, weil ich dann natürlich hier direkt auf die Salatblätter geknallt habe. Das macht aber insofern nichts, dass wir die Salatblätter jetzt sowieso benutzen als Unterlage. So, und zwar die mit dem meisten Schäufelchen da drauf. So. Ja, und da kriegt jeder so zwei Blätterchen, würde ich sagen. Für den guten Crunch. So, warte mal, dann tauschen wir hier den hier und den hier. Dann haben wir da jetzt gut Crunch verteilt. Sehr gut. Apropos Gurkenrelish. Ich kann sie auch reiben. Ja, stimmt. Ja. Ja. Das ist überraschend logisch. Und da hast du das System gedribbelt. Das stimmt. Nein, der Mori jagt Sona eigentlich einfach lieber irgendwie auf den Samstag durch drei Supermärkte. Okay, wir machen Na. das nächste Mal. Das Na. nächste Mal machen. Nein, das war Spaß. Das würde Mori natürlich nicht machen. Das macht Sona von sich aus, weil der Mori natürlich die volle, sag schnell, Big Mac-Soßen-Erfahrung haben soll. Ja, aber viel, also na, mit selbstgemachten Relish. Ist das vielleicht doch Ja besser? gut, Dann lass mich mal selbstgemachtes Relish überzeugen. ist dann noch was anderes. Ich weiß natürlich nicht, ob das dann nicht einfach gehackt ist oder was. Ich, keine Ahnung. Ich glaube, da sind ja auch irgendwelche Kräuter oder so noch drin. Ich Weiß ich auch nicht. So, jetzt soll ich darauf hier einen Klecks Dip geben. Verzeihung. So. Aber lecker sieht das aus. Kann man nichts Das sagen. sieht nicht schlecht aus. Sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Ich kenne uns, wir sind Soßenmenschen, deswegen darf das ruhig mal knallen. So. Dann legen wir noch ein paar. Achso, warte mal, dann machen wir das mal drauf. Ja, es hat jetzt schon leichte Statikprobleme, weil der Fisch nicht gerade gewachsen ist. You know? Der Fisch hat ein bisschen Unwucht, aber es macht nichts. Weißt du, jetzt wird der Fisch noch im Nachhinein gemobbt? Boah, schon auf dem Burger liegt. Das ist wirklich Ja. respektlos, Maury. Ich glaube, dem Seelachs ist das egal. Ich höre ihn wimmern. Waren die Kartoffeln schon am Backofen? Ja, waren sie. Ja. Das sieht Und sie man sind doch. noch keine Kohle geworden. Keine Kohle. Keine Kohle. Das ist Mc's Burger King Feeling schon nach hinten gekippt. Schön nach hinten gekippt, so. Ja, Fürs aber wirklich, Auge, ja. oder? Das hatte ich gerade auch. Oh, sie kleben hier so dezent schön. Ah, warte mal. Da brauche ich das andere Werkzeug. Oh nein. Ich Das hasse jetzt das, aber. wenn das passiert. Drecksschublade. Aha. So, Auch nee, wenn ich es oh. kein, doch, doch, also die Kartoffeln haben durchaus da so Röstaromen und braune Stellen. Die sind tatsächlich nicht ganz so lange wie die anderen sonst jetzt drin gewesen, aber das sieht gut aus. Auf dem Handy wäre mir Ja. das eh jetzt. Ich würde es mit den Augen kriegen, glaube ich. Wenn ich es nicht eh schon mit den Augen hätte. Was meinst du? Weil Schäfchen auf dem Handy Stream gucken. Oh, das ist aber nett. Da nimmt dir aber jeder, da nimmt aber jemand alles auf sich. Oh, schön. Also ich komme leider nicht an mein Werkzeug ran gerade. Und das macht die Sache gerade ein bisschen wilder. Pass auf, weil die sind jetzt hier ein bisschen, ich will nicht sagen vollgepappt, aber so richtig frei lösen, ja doch, jetzt so langsam. So. Verbrenn dir nicht die So. Pfötchen. Nee, nee. Wenig Rostaromen Nicht. heute, ungewohnt von Mori. Also wirklich. Ja. Was ist das?
liebe Rüstaromen. Das ist genau der Witz dabei. Ja, alle liebt Rüstaromen. Rüstaromen sind das Beste. Rüstaromen ist immer so ein Zeichen von, man will nicht drüber nachdenken, was das bedeutet gesundheitlich, aber man will es haben. Ja, gesundheitlich sind wir auch erst, wenn schwarz ist quasi irgendwie dabei, ne? Ja, das stimmt schon. Also, ja. Ja. So. Dann hier sieht man immer Qualität, Schäfchen. Immer ist hier Qualität. Ja, ja. Immer auf verschiedenen Ebenen, aber Qualität ist hier auf jeden Fall gegeben. Und da kommen schon wieder zwei Öhrchen ins Bild gelaufen. Da kommen wieder zwei Öhrchen ins Bild, ne? Ja, 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 ja. Dann würde ich dich bitten, schon mal die Kamera umzustellen, damit ich ein Foto machen kann, ja, um runterzukommen. Ich komme. Weil dann, genau. So, dann den Teller nehmen wir für Sona für das und für das Foto. Dann stelle ich den mal zur Seite. Komme ich über den hier. Dann machen wir ein schönes Foto. So. Mate sieht da ein bisschen traurig aus, Leute, aber das macht ja nichts, ne? Das ist ja nicht schlimm. Ist ja eigentlich nur ein Boni. So. Rein damit. Bitte sehr, Messergabel. Messergabel? Ja. Und Mayo. Stimmt, die Sona wollte Mayo, Leute, habe ich wieder nicht aufgepasst. Hat sie extra, habe ich sie ja noch gefragt. So. Und die Mayo. Bitte sehr. Ah. Bon Appetit, Madame. Also ich glaube nicht, dass ich mit diesem Burger das Ja-Wort bekomme. Das kann ich mir jetzt doch so vom ersten subjektiven Eindruck nicht vorstellen. Aber naja. Die Hand sieht man wieder. Sieht man nun so eine, wo, Mensch, nochmal, gut, so eine Hand, ist sie riesig. So eine hat eine ganz normale Hand, da kann ich euch beruhigen. Hast du gerade meine Hand fett genannt? So. Riesige Hand, wirklich. Das sieht lecker aus, guter Appetit. Danke, danke, danke. Es hat auch erstmal einen guten Eindruck, so. Nein, das meinst du. Ist gut, ich mach dir Spaß. Ich hau mir auch noch aber eine kleine Hand kommt. Sehe bei mir scheiße aus, bei meiner Größe. Das kann ich dir sagen. So, Ketchup ist auch am Limit. Das macht schon dieses wunderschöne Spritzen, das wir alle so lieben. Aber ändert nichts. Ich werde, werde ich das mit der Hand essen, Sona? Weiß ich nicht. Ich esse einen Burger so, wie man danke Burger isst. Schäfchen. Und es tut mir leid, aber das machen wir so. So, sollen wir da mal reinbeißen? Ich werde Alexa, mich bisschen, oben warm. Ich werde mich, ja, ich beiß mal rein, Leute. Wir fangen mal mit dem Burger an, ne? Ja. Ich muss den leider hier mit Besteck verwohltätigen. Ist er im Bild? Ja, ne? Oh, warte, warte. Also, er sieht gut aus. Er sieht gut aus. Gar nicht umgestellt. So, warte, warte, warte. Ja. Danke, Nero. So, Sona, hau mal raus. Warum schweigst du denn? Ich will ja erstmal deine Meinung wissen. Ich will es deine wissen. Lieber Chat, wer sagt, wer soll anfangen? Weh, fällt mir jetzt im Rücken. Schöne Matschpampe, nom 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 nom. Mir fehlt da der Krautsalat drauf. Oh ja. Scheint lecker zu sein, wenn ihr beide sprachlos seid. Mhm. Ladies first. Oder achso, nicht? Ladies ganz first, genau. Ja, Mori, hau rein. Oh, ey, ey. Nice Fronto. Tatsächlich, nein, also, ganz also, ehrlich, hau raus. Fisch grundsätzlich okay, da sind wir ja mittlerweile gar nicht mehr so anti irgendwie. Mhm. Burger fühle ich nicht so und mir fehlt da auch irgendwas drauf tatsächlich. Sei es jetzt was wie Krautsalat, was Nero sagt. So ist ja gerade relativ nichts, sagen sie irgendwie. Also kann man essen, ne? Ist jetzt keine Katastrophe, aber. Mein Favorite wird's nicht.
Vielleicht auch einfach, weil wir nicht so Fischfreaks sind, keine Ahnung. Zitrone zum Beispiel wäre auch eine gute Idee. Ja, kann ich so unterschreiben, Schäfchen. Jetzt Mori dran. Es schmeckt nach, also, es schmeckt nach warmer Pampe. Also, ganz ehrlich. Das schmeckt nach nichts. Nach so ein bisschen Brötchen. Bisschen, also er schmeckt zwar, aber von allem nur ganz, ganz wenig. Deswegen überwiegt eigentlich dieses warme Kaugefühl. Aber du hast jetzt nicht irgendwie den Eindruck, an der Nordsee zu sein oder so. Nee, irgendwie ist das nicht stimmig, keine Ahnung. Und das Einzige, was raussticht, ist so eine komische Schärfe vom Knoblauch, von diesem Dip. Dieses komische Zitronendressing halte ich für eine Lüge. Warte mal, ich habe da ja hier noch auf dem Salat. Ich probiere das mal auf dem Salat kurz. Und dazu kommt auch noch, dass diese Kruste halt komplett weich jetzt ist, ne? Dadurch, dass sie auf dem, also zwischen den Brötchen ist da. Keine, also es ist irgendwie. Nee. Und die Tomate hat es auch nicht gerettet. Das ist es nicht. Ach, das Brötchen ist lecker. Also. Wir können ja nochmal in die Kamera gucken. Der Fisch. Einzeln. Oh, Entschuldigung, jetzt will jetzt hier nichts rumsauen. Ich versuche mal ein bisschen was von dem Fisch einzeln zu essen. Warte mal. Ja. Nee. Das ist enttäuschend. Das ist nicht empfehlenswert, Leute. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da frischer Krautsalat oben drauf ist, dann wäre das schweinelecker. Aber auch nur wegen dem Krautsalat. Aber ich feiere den Fisch so gar nicht irgendwie. Nee. Das ist auch zu viel. Also das Stück ist nicht groß. Und vor allem, du hast das Kleine. Wer aufgepasst hat, ich habe den dicken Wummer genommen. nö, du, nö. Seelachs, Nero. Seelachs, ja. Naja, gut. Der so schmeckt der vollkommen okay so, ist halt aber einfach sehr viel so auf dem Burger. Sehr, also, ja, warte mal, ich muss mal in die Analyse hier. Geschmack ist da jetzt irgendwie nicht am Start. Seid mir nicht böse, aber ich muss das mal so ein bisschen... Die Soße? Ja. Das schmeckt halt nach nichts. Das ist einfach warm. Also das Butterdressing schmeckt so ein bisschen dann, also da ist Geschmack dran, ja, aber viel zu dezent. Und der Fisch? Den hätte ich lieber so gebraten. Weißt du, was ich meine? Dann, weiß nicht, Kartoffel, Zitrone drüber. Weiß auch nicht, ob der im Backofen halt so gut aufgehoben war. Keine Ahnung. Nee. Schwierig, vielleicht eventuell andere Fischsorte nehmen. Ich glaube, vielleicht sind wir dafür auch nicht Fischfreund genug. Aber das hier ist halt, glaube ich, auch als Fischfreund nichts Gutes. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Seelachs ist eigentlich, so kenne ich das. So ein sehr konservativer Fisch, weil der quasi, jeder mag den. Weißt du, weil der nicht so prägnant ist. Ja. So habe ich das in Erinnerung. Das ist so wie Babybel als Käse, verstehst du? Mhm. Das als Käse ist halt kaum Käsearoma, aber jeder kriegt ihn runter. Und irgendwie ist dieser Fisch für mich der Babybel unter den Fischen. Ne? Nee. Die, also, Kartoffel mit Ketchup, und Ketchup ist ja... Ja, also. Kabeljau mag jeder, schreit Melanconia. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Kabeljau gegessen habe. Ich glaube, die klassischen Fischstäbchen... Oh, ich sehe jetzt erst, dass meine Oma auch was geschrieben hat. Mensch, mein Dandy ist ja gar nicht hier, das Speed. Er schreibt Oma. Leinöl ist auch gesund, hat sich vorhin noch zu dem Ölgespräch. Und schreibt noch, vom Salat kann man mehr nutzen. Ja, aber da hätte man jetzt irgendwie einen Salat draus machen können, was da ist so viel über. Ja, ja. Schmeiß auch mal nicht weg, bitte. Nein, natürlich schmeiße ich ja nicht weg. Aber
Der Salat habe ich jetzt so ein bisschen gedroppt mit dem, mit diesem Butterzeug. Ah. Nee, Fisch ist mehr. Ja, Fisch ist also irgendwie. Mm-mm. So richtige Fischliebhaber werden wir nicht mehr. Aber wir haben in letzter Zeit echt viel probiert, so mit Fisch, ne? Aber. Waren aber auch wirklich leckere Sachen bei, aber nichts, was ich jetzt irgendwie so super regelmäßig essen könnte. Jetzt irgendwie, ne. Also, unsere wissenschaftliche Skala sagt ja, also geht ja von 1 bis 10. Wobei 10 so ein Ding ist, kann man immer essen, super geil, lohnt sich giga. 8 ist so, kann man mal, also lecker, immer mal gerne machen. 7, 6 ist so, ja, kann man essen, ist okay. 5 ist so neutral. Kann man essen, kickt einen jetzt nicht, ist aber auch nichts Schlechtes zu sagen. Hier bin ich, weil ich enttäuscht bin, weil es wirklich nach nichts schmeckt. Wenn man nach dem Rezept geht, bei einer 4. Und ich glaube, man bräuchte krassere Soßen. Der Fisch schmeckt wie der Fisch, da kriegst du ja nicht geändert. Du musst ja irgendwie das Drumherum so weit hochpimpen. Nur das funktioniert für mich nicht. Weil wenn du einen Burger, einen normalen Fleischburger isst, dann ist für mich Tomate schmeckt nach Tomate, Salat nach Salat, Zwiebel und so, alles cool. Und das Fleisch schmeckt nach Fleisch. Und bei diesem Fischburger schmecke ich die einzelnen Sachen auch raus, aber der Fisch schmeckt nach nichts. Und deswegen ist das für mich komisch, weil ich in einer Leere rumbeiße. Ein bisschen mit Salat und Zitrone. Deswegen funktioniert das für mich nicht. Das ist eine 4. Hallo Liverpool! Oi, oi, Hey, oi, hallo Grüße! Liverpool. Das ist eine riesen Enttäuschung hier mitgenommen. Also, gerade Was noch tatsächlich irgendwie. hast du Oh, nichts lecker! verpasst. Oh! Maya, oh, da hast du Liverpool, da kommst du zum richtigen Moment, weil die Maya hat nämlich heute Fleischschuss am Start. Die ist heute vorzüglich. Die kann heute. Richtig gut ist. Komm mal her, Maya. Der Liverpool ist da, der lässt Grüße hier. Ja. Ja, njam, 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 ne? Gefällt dir, ne? Eventuell einen Zack. Rotbarsch nehmen. Ja, keine Ahnung. Also Hauptseite generell Fisch irgendwie das drum. Also wie Mori sagt, ich glaube, das drumherum spielt eine große Rolle. Es ist halt drumherum wirklich sehr nichtssagend. Ja, in dem Fall schmeckt alles drumherum auch nach nichts. Da hätte man mehr draus machen können, da hat deine Oma auch recht. Also, das war hier ein bisschen nix. Aber selbst wenn du das machst, dann brauche ich einen anderen Fisch, der einen Eigengeschmack hat, sonst funktioniert er für mich nicht. Schäfchen schreibt, das ist es halt, wenn man es mal probiert hat und es nicht schmeckt, versucht man es oft nicht anders. Aber ich kredenze dem DAX auch ab und zu was, ihm schmeckt es dann und ich esse dann die Beilagen. Ja, wir haben ja in letzter Zeit, wie gesagt, recht viel Fisch gegessen, aber so richtig dran hängen geblieben, dass wir jetzt mal gesagt haben, wir essen off-stream auch mal Fisch. Dazu ist nicht gekommen. Ich glaube, da der Zug ist irgendwie abgefahren. Ja, wir essen ja grundsätzlich eigentlich auch genug Fisch. Ich esse halt manchmal noch so Garnelen, ne? Also Garnelen schwimmst du die Ecke. Und Fischstäbchen machen wir manchmal mal mittags, ne? Ja, Fischstäbchen geht klar, aber sonst ist halt so, keine Ahnung, das irgendwie gibt mir das nichts. So, schreib mir mal bitte was auf. Moment. Und zwar, wenn wir, ich werde euch was nachliefern. Wir werden bitte, bei McDonald's, wenn wir da mal hinfahren, auch einen Fish-Mac kaufen. Weil den muss ich probieren. Weil, guck mal, ich war jetzt da übelst enttäuscht über diese warme Pampe, ja? Und hab gesagt, das drumherum muss kräftiger sein, aber dann hilft es mir nicht über den Fisch hinweg. Wie traurig Hab für mich auch muss. bisher nicht so. Erzähl erst, Entschuldigung, ich wollte da jetzt. Entschuldigung, wie traurig muss dieser, ich habe ihn leider weggedrückt, dieser Fischschmeck schmecken. Das muss ja eine absolute Tragödie sein. Oder der Fisch hat da Eigengeschmack. Aber der kann ja eigentlich nur nach Fisch schmecken und das will man ja eigentlich gar nicht so. Ich bin irritiert. Also für mich, Fischburger, Filet-O-Fisch. Warte mal, gibt es da noch was anderes? Gibt es da verschiedene Dinger? Also ich kenne nur den Mac-Fisch. So, hier. Ah, da gibt es doch den Filet-O-Fisch. Oh. Ah, guck mal. Es gibt den Mac-Fisch, der ist super traurig. Und dann gibt es den Filet-O-Fisch und der hat auch ein Dressing dabei und Käse. Guck mal. Ja, Ja, Maya? Liverpool Oh, da. schreibt auch gerade, beim Fischmeck sind es Gewürze und Meyersitter schreibt, also ich mag den, vielleicht macht es auch die Remoulade. Ja, ich glaube, Ja. Remoulade hat auch schon mehr, also gibt schon mehr dazu als dieser Dip, der da jetzt mit bei war, ne? Ja, definitiv. Also Also, der Dip, der beziehungsweise den du dabei war, angerührt hast, so. ja, der Dip, den ich angerührt habe, der hat ein bisschen nach. Oh, ganz ruhig, Maya. Ja, nimm, nimm, nimm.
Ne, alles nur Fisch. Ich möchte das jetzt auch Fisch essen, ne? Also wir probieren die beide mal. Filet-O-Fisch. Und Ja, dann gibt's da Mori, halt, wie probiert die gesagt, beide mal. ja? Was? Bitte? Bitte? Mich? Und diesen Mac-Fisch, den probiere ich auf alle Fälle auch mal. Weil der muss absolut traurig sein. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und dann machen wir das, weil wir wollen ja auch die McDonald's-Gläser holen. Dann sparen wir uns in den Weg zu IKEA, ihr Sona kennt mich, braucht ja? Regenbogengläser. Genau. Und dann berichten wir das mal. Ne? Beim Fischmeck sind es Gewürze. Ah, okay, ja. Da bin ich sehr gespannt. Am liebsten würde ich jetzt sofort losfahren, ne? Ich habe eh Hunger. Also ich mag den, vielleicht mag das auch die Remoulade. Genau, das hast du gerade vorgewiesen, Sohn, Entschuldigung. Ja, Maja, bist ja ganz wild, ne? Ganz wild bist du, ne? Dann würde ich sagen, da kriegt Maja jetzt noch die restlichen Leckerchen, so viele sind da nicht mehr. Der Nero hat eh noch welche bestellt. Achso, Ja, die hat sie aber schon bekommen. sorry. Aber keine Sorge, wir geizen da nicht. So, dann Müssen wir kannst du seitlich, das. Mori. Oh, das. Ah, Maja, wir müssen einmal wandern. Ah, du pickst mir gerade voll in die. Okay. So, in Reichen, das ist mir die. egal, gib jetzt. Ja. Maja, das ist eine doofe Höhe. Das ist nicht so, aber. Du bist nämlich nicht. Es tut mir sehr leid, dir das sagen zu müssen, aber du Herrchen, dir bist nicht kann man es auch gerade nicht leicht. recht machen. Entweder zu weit unten, zu weit Ah. oben. Aua. Okay, so, na dann würde ich sagen, check doch mal das Raid-Ziel vom letzten Mal, ob da vielleicht was geht. Warten Sie kurz. So. Nee, sie. Nee, negativ. Nö, nicht der Fall. Na gut, dann. Maja, wenn ich das sagen darf, ist ja wild hübsch. Ja, wir haben echt Glück gehabt. Also das, wir können das ja so sagen, weil das ist ja nicht unser Verdienst, ja. Das war, keine Ahnung, absolut ultra Glück. Wir haben ja dann die Welpen, also Bilder von den Welpen gesehen und so, und da sind wir schon ausgerastet, wie süß sie sind. Und Alle Maja durchweg ist vor allem natürlich auch, ne? Also eh. durchweg. Durchweg. Wir haben noch so eine WhatsApp-Gruppe mit den Geschwistern. Und ich muss aber sagen, okay, das kann wahrscheinlich daran liegen, weil es der eigene ist, ne? Der eigene Hund. Aber Maja hat schon so ein bisschen mehr diese Cute-Faktor. Die Brüder sind ein bisschen mehr bärig. Das mag ich auch sehr gerne. Die sind auch echt Aber hübsche ja. Brüderchen, ey. Ja. Ja, Ja. es gibt halt auch immer wieder so, man weiß gar nicht so, wenn die Leute sagen, das ist aber ein hübscher Hund, da willst du ja nicht Danke sagen, so, weil. Ja, weil ist ja irgendwie, ne? Leute, das war nix. Aber wir recherchieren. Ich möchte wissen, ob der McFish gewürztechnisch besser schmeckt und der Filet-O-Fisch die Sache insgesamt besser Moin, macht und Staufi, noch auf den welche. letzten Drücker. Hallo Staufi! Und welche Rolle der Käse dabei spielt. Und genau, da kommt ja unser Grillexperte, da müssen wir auch nochmal ran. So langsam meine Überlegung. Ja, also wie gesagt, dann haben wir das. Könnt ihr lassen, beziehungsweise ganz anders mitarbeiten. Wie gesagt, wir machen mal einen Vergleich bei McDonald's, einfach weil mich das interessiert. Ich habe den da nie probiert. Und dann, so, na, habe ich die nächste Idee. Weißt du, was wir dann das nächste Mal selber als Burger machen? McRib. McRib, Ja. warte mal, da muss ich jetzt mal gerade gucken hier, McRib. Ja. Ich kenne mich halt echt nicht, ich hab's nie McDonald's Burger. Ach so, hier mit Eier, okay. Ja, und den McRib machen wir mal selber und vergleichen den dann mit McDonald's. Ah ja. Wären Sie dabei, Maya? McRib, wäre das lecker, Schmecker? Ich hab keine Leckerchen mehr, ich habe alle nicht mehr da. Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, das hat mega Spaß gemacht. Das Ergebnis ist ja gut, ich meine, dafür probieren wir es ja mal, ne? Ist ja halb so wild, deswegen ist es ja der Testmittwoch. Die Maya sagt euch auch Tschüss, ne? Süße. Und dann wünsche ich euch einen schönen Feiertag. Besauft euch gut, passt auf eure Männer auf. Und wir sehen uns dann mit dem Maya-Special, wenn alles klappt, am Samstag wieder. Freut euch. Und dann kriegt die Maya ganz köstlich leckere Sachen. Das dürft ihr als Hundefan nicht verpassen. Und wenn ihr Hundefans in eurem Bekanntenkreis habt, dann sagt ihr Bescheid, dass ein Wuffi am Samstag ganz toll um 18 Uhr, 17, 18 Uhr, wir gucken mal, richtig schön verwöhnt wird. Also, vielen Dank, Sona, vielen Dank, Zuschauer. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Ich Ciao, wünsche ciao. auch einen schönen Abend und einen schönen Feiertag morgen. Tschüssi!